erzähl ich nochmal. Hallo! Was Hi! Live! Wie hieß das nochmal, MK? Spider-Man. Spider-Man. Ja. War ein sehr gutes Spiel, fand ich auch, ja. Dann auf jeden Fall einer der Anwärter für das Game of the Year. Spider-Man, also. Also Angry Pirate fand ich schon ganz gut. Ja, gut. Hallo, willkommen zur 82. Ausgabe des Plankenschnacks. Wir haben heute sehr viel Spaß gehabt vorher. Wir haben uns gerade über, sind das Synonyme, ja, ne? Synonyme ja. Praktiken. Für sexuelle Praktiken unterhalten. Unter anderem gab es den Dirty Sanchez, den Angry Pirate, das Kellerfenster eintreten, was auch immer, I don't know. Aber ja, hi. Ich glaube, es wird sehr wild heute. Und es ist nicht die letzte Ausgabe vom Plankenschnack, die vorletzte. Bretter des Jahres machen wir auch noch. Und dann stampfen wir das hier ein. Es hat keinen Sinn mehr. Wir machen nicht genug Hashtag Werbung. Nase voll, ja. Hi, MK, erzähl doch mal einen Schlag was von dir. Hi, ich bin hier. Du bist auch so richtig redselig. Mhm, immer. Weißt du, ja. Ich red immer den Leuten richtigen Blumenkohl ans Ohr und dann geht alles zugrunde. Das ist vorbei. Plankenschnack. Echt? War schön. Macht's gut. Dann geh jetzt auch. Nein. Wie du hast. Fake doch nein. Nicht. Dann zieh wenigstens durch. Nie. Erzähl doch mal einen Schlag was von dir jetzt und stell dich kurz vor. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Ich glaube, ganz viele kenne ich noch nicht. Hallo, ich bin der Marc. Ich wohne in Hamburg. Bin nicht mehr Single. Sorry, Septim, tut mir leid. Und ich spiele auch Videospiele auf dieser Plattform und mache manchmal sehr selten auch noch Musik. Eher selten, aktuell. Kannst du uns mal was vormachen? Nein. Machst du sowas nicht mehr? Nein, ich mache sowas nie vor. Ich habe sowas noch nie vorgemacht. Das ist das Schlimmste, wenn du irgendwo bist und jemand kommt. Ah, oh, du bist doch Rapper, mach mal Freestyle. Du bist Streamer, stream doch mal. So, ist doch genau das Gleiche. Nee, spiel doch mal Videospiel jetzt. Mach doch mal Werbung. Ich hätte jetzt nicht nach Freestyle gefahren. Aber ich mache auch keinen Rap. Bitte? Ich mache doch jetzt auch keinen Rap. Also, kann man irgendwo was sehen von dir? Ja, es gibt diverse YouTube-Videos. Es gibt eine EP auf Spotify. Ehrlich? Ja. Echt? Ja. Und was muss man denn da suchen? MK. Einfach nur MK? Ja. MK versus Kiko, ist das richtig hier? Ja, also es gibt's auch, das war das VWT, das ist ein bisschen älter. Also es ist alles schon ein bisschen älter, weil ich lange nichts mehr gemacht habe, aber ist das hier wirklich? Gibt's. Alter, Tatsache, es geht. Wow. Okay, Leute, ganz kurz. Ihr müsst überbrücken, ich muss mir das jetzt anhören. Ich wusste das gar nicht. Was? Dass du auch auf Spotify bist. Ja, aber ihr das ist ja Video. Irrelevant. Mittlerweile kann ja jeder auf Spotify hören. Sein. Ja, das stimmt. Das ist kein Akt mehr mit Spotify. Also nicht nach Ja, also da gibt es so ein paar Videos auch und es gab mal so ein Battle-Kram und sowas. Da habe ich mal mitgemacht und habe es gehasst und deswegen habe ich das nicht mal weitergemacht. Das war nämlich sehr viel Arbeit. Bei Battlen? Ja, das VBT. Also ich habe da einmal mitgemacht und es war tatsächlich eher krampf und eklig. Und dann war immer, mach doch nächstes Jahr wieder mit. Und ich hatte aber keinen Bock. Das waren so 3 Monate, wo ich nichts anderes gemacht habe in meiner Freizeit, außer mich irgendwie hinzusetzen, Sachen zu schreiben, aufzunehmen, zu mischen, dann irgendwie in eine andere Stadt zu fahren und das Video zu drehen, zurückzufahren, das Video zu schneiden und hochzuladen. Und so... Wie so ein echter YouTuber eigentlich, wo du die ganze Zeit irgendwie dafür sorgen musst, dass du Content auf deinem Kanal hast, nur dass du dabei halt irgendwie noch ein bisschen, noch eine andere Stufe von Kreativität mit reinbringen musstest zusätzlich. Und das war ziemlich anstrengend und hat so alle anderen musikalischen Ergüsse völlig geplättet. Also ich habe nichts anderes in der Zeit gemacht, außer da und studieren. Und das auch nur so ein bisschen. Warum bist du dafür in eine andere Stadt gefahren? Weil ich in Dortmund gewohnt habe und meine ganze Homebase und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, waren alle in Gelsenkirchen. Das heißt, ich musste immer, um mit irgendjemandem drehen zu können, der halt irgendwie Equipment hat und eine Kamera und irgendwie ein Objektiv und so ein Scheiß, musste ich halt immer rüberfahren und dann da drehen.
und dann einen Termin finden, wo er kann, wo die anderen können, wo jemand vielleicht auch irgendwie einen Reflektor halten kann, damit es halt nicht ganz beschissen aussieht. Immer relativ aufwendig dafür, dass es dann auch nicht so erträglich war am Ende, dafür, dass du es halt irgendwie so ein bisschen hinkacken musstest, weil du nicht mehr Zeit hattest. Das hat mich immer so am meisten daran gestört, dass du halt nicht so die Arbeit da reinstecken konntest, wie du vielleicht irgendwie wolltest, weil du musstest halt irgendwie unter Zeitdruck die Sachen machen. Verstehe. Ja. Hört jetzt aber Musik oder? Also ich bin da voll fasziniert davon. Es ist selber lustig, weil ich nie realisiert habe, wie groß das mal war, zwischenzeitlich, auch durch Christoph und weiß ich nicht was. Das Lustigste war eigentlich, als Simon, der jetzt dahinscheidende Partnermanager, irgendwann vor 2 Jahren auf der Gamescom vor mir stand und meinte so, ey, das ist total lustig. Früher habe ich deinen Mucke gehört und VBT und jetzt stehst du hier und bist auf Twitch. Und du hast ganz viele Leute, die plötzlich sagen, ah, fuck, ich habe das schon mal gehört. Und Phil war irgendwie auf irgendeinem Auftritt auf dem Splash, auf dem wir gespielt haben, in der 3. Reihe und solche Sachen. Und so treffen sich so Leute halt irgendwie wieder. Das ist schon ulkig, wenn man das so ein bisschen mitbekommt, wenn Leute davon erzählen. Oh, ich habe das mal da gesehen. Oder ich war da auf dem Konzert oder habe die Videos gesehen und so ein Scheiß. Das klingt gar nicht mal so kacke. Nee, ist cool. Ist definitiv cool. Eigenlob stinkt übrigens. Nein, es ist cool, weil das so viele Möglichkeiten letztlich geöffnet hat. Ich hätte Marcel nicht kennengelernt, wenn es die Musik nicht vorher gegeben hätte. Weil er mich dadurch halt vorher schon kannte und gesagt hat, so ey, kenn ich. So. Tag, ich bin der Marcel. Ich hab mich nicht Hurensohn genannt. Aber doch nicht hier, Hashtag Werbung. Vergiss doch bitte nicht das Markieren von Werbung, okay? Entschuldigung. Mann, ey. Obwohl, er hat ihn richtigerweise mit seinem echten Namen angesprochen, nicht? Was, Hurensohn? Marken. Ja, genau. Können wir mal so eine Wörter ihm nicht sagen? Also bitte. Also. Ey! Er hat gern gesagt, du bist Hurensohn! Hab ich gar nicht, der legt mir Wörter in den Mund. Ja, letzte Folge. Ja. Ja, so Spiele war auch scheiße, ja. Astros, ja, hat er voll in den Keller gehabt, ja. Soll ich ihn fertig machen? Okay. Ja, viel Spaß mit der Kohlsuppe. Gut. Entschuldigung, ich musste noch rüber. Ja, schöne Grüße zurück. Danke. Entschuldigung mal von mir. Nachher in der Badewanne. Hm? Er hat mir gesagt, dass ich mal zusammen bade. Bitte? Ja. Hat er ja wirklich von unserem Jacuzzi erzählt? Hat er. Das ist so ein. Und dass die Düse kaputt ist und es trotzdem blubbert. Das ist Bob. Damit habe ich nichts zu tun. Was machst du denn jetzt aktuell? Also nachdem du deine Rap-Karriere an den Galgen gehängt hast, einen Podcast vergeigt hast, 2 Podcasts mittlerweile sogar schon und bald den dritten. Das ist jetzt mein Job. Ich beende Reihen ja, und Sendungen. Das mache ich jetzt hauptberuflich und ich arbeite. Ich arbeite einfach. Das ist so ein bisschen das, was mich hindert, die meisten Sachen zu machen, ist, ich sitze halt irgendwie den ganzen Tag im Büro und mach Quatsch. Quatsch also. Quatsch. Quatsch für Filme. Quatsch für Filme? Nice. Ja. Dann bist du ja aber wo ganz anders gelandet jetzt quasi. Es geht. Ich habe immer schon so krasse, also war immer schon Filme eigentlich. Filme waren immer so voll meins und ich habe irgendwie auch neben dem Studium 4 Jahre im Kino gearbeitet und dann war es irgendwann nicht so weit weg zu sagen, ich mache irgendwas werbungsmäßig im Filmbereich und jetzt bin ich da so ein bisschen erstmal gelandet und guck mal, wie ich von da aus weiterkomme. Nice. Genau. Was hast du studiert, wenn ich fragen darf? Germanistik und Philosophie, Bachelor of Arts. Ohne Abschluss. Hey, willkommen im Club. Wir sind Bachelor of Hearts. Bachelor of Hearts. Nicht Bachelor of Arts. Ja. Und da habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht. Also ich bin nach Hamburg gekommen und dann nochmal einfach nur für den Schein. Also ich habe voll gearbeitet, nur mit 12 Stunden weniger die Woche und musste mich dann irgendwie mit Leuten, die meine Kinder sein konnten, in die Berufsschule hocken und
damit ich mir diesen Schein nochmal holen kann, dass ich jetzt sagen kann, oh, ich bin Kaufmann. Kaufmann für Werbung. Danke. Ach, krass. Abgefahren. Yes. Das ist also, wenn man sich immer mal von Streamern oder Persönlichkeiten den Werdegang anhört, dann ist der eigentlich immer relativ interessant. Weil da so gefühlt im Leben nichts richtig lief. Nee. Und die meisten haben auch irgendwann mal Germanistik studiert, habe ich das Gefühl. Nee, das ist nur Slappy. Und du siehst ja, wo das hingekommen ist. Der ist nicht mal ein Partner. Selbst der Plankenschnack wird nächsten Monat Einjähriges haben. Ja? Das war reine Philosophie, noch nicht mal Germanistik. Mm. Ich habe den nutzbaren Faktor habe ich rausgelassen und nur den nutzlosen Mist. Aber der war auch interessanter, den habe ich auch lieber gemacht. Ja. Das war halt zumindest so ein bisschen Argumentationslehre und weiß ich nicht. Leute beleidigen, ohne dass sie es merken. Das war schon interessant. Ich kann es nicht mehr, aber es war witzig. Darauf basiert meine gesamte Streamer-Karriere. Das war auch, ich wollte ursprünglich auch mal Richtung Journalismus gehen. Deswegen habe ich Germanistik studiert, weil das das Fachnächste zur Medienwissenschaft war. Und bei Medienwissenschaften war es halt so, okay, der NC war so 1,4. Wenn ich so ein gutes Abi gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht eher was studiert, womit man Geld verdient, so Medizin oder Ingenieur irgendwas. Und dann hat sich das halt nicht so ergeben, weil ich habe lieber Musik gemacht. Und dann konnte ich so, dadurch, dass ich erst Pressearbeit gemacht habe, konnte ich feststellen, naja, Journalismus ist nicht so geil. Ich bin nicht so gut bezahlt. Auf der anderen Seite ist es besser. Den Leuten irgendwie Infos zuschieben, verdienst du mehr Geld mit, als das irgendwie zu verwerten für Leute. Die so deutsche Journalistenlandschaft ist schwierig. Also es ist nicht mehr so geil. Und gerade so bei den alteingesessenen Print-Redaktionen wird es ziemlich hart. Und die gehen sich ziemlich an die Gurgel alle. Und wie mit der Musikindustrie. Das muss ich jetzt auch erstmal irgendwann mal entwickeln, dass sie dann wieder vernünftig irgendwie auch Geld verdienen mit den Sachen, die sie machen. War nicht so doof, das abzubrechen. Am Ende. Jetzt machst du was mit Filme. Zum Beispiel was mit Filme. Yes. Werbung. Das war's. Hashtag Werbung. Das ist nochmal so eine Thematik. Ich weiß nicht, ob wir die heute nochmal einstreuen wollen. Das wird sonst wild. Kann man nochmal drüber reden später. Wie waren denn eure letzten zwei Wochen, um mal den Anfang so ein bisschen abzurunden, damit wir nicht deinen ganzen Lebenslauf gleich hören? Ja, vielleicht mag jemand anders. Sali? Ich überlege gerade. Ich habe Spyro gespielt. Ich habe Spyro 1 auf 120%. Dann habe ich Spyro 2 gespielt. Das habe ich schon auf 100%. Dann habe ich Spyro 3 gespielt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich Spyro 3 in meiner Kindheit, Jugend nie gespielt habe. Und Spyro 3 ist gar nicht so toll wie 1 und 2. Aber ist auch okay. Es ist okay. Es ist nicht so grandios, aber es ist okay. Und dann habe ich mit Fallout angefangen. Und das war ganz wunderbar. Ich war nur 15 Stunden live und habe mich gezwungen, ins Bett zu gehen. Nee, ich habe mega Spaß an Fallout. Das mache ich momentan. Fallout und Spyro spielen. Das ist gerade, ja, das macht mich momentan sehr, sehr happy. Sonst habe ich nicht viel gemacht. Und du, Slappy? Ich habe sehr viel gemacht, leider nicht viel im Stream. Obwohl, davor das Wochenende, also Wochenende vorher habe ich genutzt, weil ich da ein bisschen Freizeit hatte für Streamen. Da habe ich von Freitag bis Sonntag gestreamt. Habe mit Hitman 2 abgeschlossen, also zumindest so die Level einmal durchgespielt. Auf Silent Assassin. Dann habe ich 2 Tage lang Factorio gestreamt. Und da freue ich mich drauf, das endlich wieder weiterzumachen, weil ich habe mich endlich reingetraut in die Welt der Mods in Factorio. Und ich fange langsam an mit 5, 6 Stück oder so. Aber das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß und da freue ich mich drauf. Ich habe diese Mod installiert, von der wir schon mal gesprochen hatten, wo man Fabriken bauen kann, in die man Fabriken bauen kann, in die man Fabriken bauen kann. Und dann, also die so funktionieren wie der Koffer von dem Newt
in fantastische Tierwesen. Ja. Also von außen klein, von innen riesengroß. Und dann geht man da rein und dann kann man da seine Fabrik bauen und alles sehr, sehr platzsparend aufbauen. Das habe ich gemacht. Ansonsten zugesehen, dass ich ab dem 1. Dezember einen richtigen Job habe. Ab wann? Gerappt. Im 1. Dezember. Oh. Tschüss, Labby, es war schön mit dir. Nee, der soll ja eben bringen, dass ich mehr streamen kann. Hä? Ja, klingt komisch, aber... Ist aber so. Ist aber so. Dann schaffst du es ja vielleicht doch endlich mal, Partner zu werden. Ja, vielleicht. Und Pass-Ups zu generieren. Mal gucken. Ja, das wäre ja ganz toll. Das würde ich dir gönnen. Danke. Ja? Du bist so ein richtig verborgenes Talent. Manchmal. Wäre echt schön. So, jetzt habe ich genug nette Worte gesagt. Schon wieder zu viel. Findest du? Nächste Woche streame ich nicht. Die sind ja nett zu mir. Besser ist auch. Ja. Ich muss was aufholen. Ich war 4 Tage nicht da. Kannst ja rappen, Stabby. Das geht ja. Funktioniert ja jetzt. Jetzt hast du den Anfang gemacht. Um Gottes Willen. Ich habe an 4 Zeilen habe ich den ganzen Tag geschrieben, ey. Nie wieder. Jetzt weiß er, wie es geht. Hashtag never again. Aber ganz ehrlich, es war ganz cool. Es hätte durchaus schlimmer sein können, ja. Man merkt, dass du schon mal was mit Musik gemacht hast. Ja. Weil du weißt, was ein Takt ist. Das ist schon immer eine Menge wert. Ich hatte von dir eigentlich auch erhofft, dass du antwortest, aber du hast dich ja bloß vor Lehrerin gesetzt. Ich habe den ja erst rausgehauen, als wir schon das Video von MK hatten. Ah, ich kannte das noch gar nicht. Also warst du schuld. Hier ist der Beat, da werde ich später drüber rappen. Und ich weiß, wie lange sowas dauert, deswegen habe ich keine Lust, das zu machen. Und ich dachte, du kannst was. Hättest du was freestylen können, Mann. Ja, das kann ich noch nicht mal. Hättest nach Gelsenkirchen fahren können, so. Im Auto. Und dann sitzen und dann... Nee. Ich habe sowas auch noch nie für Promo gemacht. Ich fand es immer komisch, wenn Leute sowas gemacht haben. So, die halt irgendwie direkten Bezug dazu haben und sich dann hingestellt haben und gesagt haben, ich rap jetzt für McDonald's. Das, fand ich immer doof. Mag ich nicht. Das Geld muss irgendwo herkommen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Musik bezahlt sich nicht mehr. Ja. Deswegen arbeiten wir ja jetzt auch. Wow. Nun. So. Nachdem ich ja dein Disc gekriegt habe heute, MK, für meine beschissenen Instagram-Stories. Ich war in London. Für Hashtag Werbung. War gut. War schön. War wild. Ich weiß nicht, ich habe noch... Also ich meine, ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde wieder eine Story erzählen. Ich mache mal die Kurzfassung. Ich bin... Am Samstag hat meine Freundin... in deutscher Zeit um 4 Uhr morgens angerufen, nicht nach britischer Zeit. Das heißt, ich bin um 3 Uhr am Samstag aufgestanden, bin zum falschen Flughafen gefahren, London hat 2, stand dort an einem leeren Flughafen, habe meinen Flug gesucht, nicht gefunden, bin zurück, habe einen Uber gerufen, bin zum nächsten Flughafen gefahren, war um 5.30 Uhr dort, um 6 Uhr hat das Gate geschlossen, habe meinen Zettel genommen, war der falsche Flug, war für Freitag gebucht, nicht für Samstag, bin woanders hingegangen, habe mir einen neuen Flug gebucht bei einem... Menschen, der eingearbeitet wurde, war dann fertig und so ungefähr 30 Sekunden vor Gate-Schluss am Flughafen bin eingestiegen und weggeflogen worden. War wild. Wenn ich es ausfüllen würde, wäre es witziger, aber es war gut. London hat Luton, Gatwick und Heathrow und noch ein paar Flugplätze rundherum. Haben die sogar noch einen dritten? Weiß nicht, wie Berlin. Ich wusste nicht, wie die 2. Da gibt es aber keinen, der fertig ist. Ja. Hä? Also Zürich, der Flughafen ist echt gut. Ja. Weiß nicht, wovon du redest. Nun. Geht vom Bär. ansonsten habe ich Farming Simulator habe ich mir noch angeguckt. Das war sehr gut. Also ich letztens den 2017 habe ich ausprobiert. Den fand ich damals irgendwie nicht so toll. Aber ich hatte dieses Mal bei 2019 komischerweise Spaß. Und habe noch Hitman gespielt, ne? Sehr viel Hitman. Sehr, sehr viel Hitman. Ich habe jetzt alle Missionen fertig auf Silent Assassin im Suit Only. Ja. Ich war sehr stolz, als ich das fertig hatte.
Und habe ich Tarkov versucht, wieder zu spielen. War komisch. Fühlte sich irgendwie unschön an und habe es dann wieder weggepackt. Echt? Ich fand, es fühlte sich das erste Mal seit langer Zeit wieder gut an. Weiß nicht. Kommt nichts an irgendwie, gefühlt. Bei mir. Also ich schieße ja immer auf die Leute und die sterben nicht. Die muss er halt auch mal irgendwie treffen. Ja. Der Skeff, der vier Schüsse in den Kopf gekriegt hat, hat auch gelacht. Das war tatsächlich jetzt irgendwie am Anfang, wo ich habe es auch nicht so ganz mitbekommen, weil ich bin erst später jetzt wieder eingestiegen und das habe ich mitbekommen, dass wohl die Terminator-Scavs wieder zurück waren, die auch irgendwie die Granaten punktgenau vor die Füße werfen, egal wo du hinrennst und durch die Mauern schießen und solche Sachen. Mhm. Das ist wohl jetzt wieder it's fixed. Mal wieder. Könnte man sich das ja nochmal reinziehen. Mal gucken, wann sie die Armor gefixt haben. Die Helme waren ja auch so broken. Dass haben sie schon. Haben sie, ja? Haben sie, ja. Also, dass die Face Shields und so, da gab es jetzt irgendwie die letzten zwei Tage ganz viele Hotfixes, wo sie das auch gemacht haben. Dann muss ich mal ganz kurz den Launcher starten. Serverseitig wie im Launcher gab es einige Sachen, die sie jetzt geändert haben. Ich sehe gerade, ja. Sunset Overdrive habe ich mir noch reingezogen. Für den PC? Ja, das war auch ganz cool. Ist das nur so eine Xbox- Portierung, ja. PC? Ja, okay. Aber es ist ein witziges Spiel, finde ich. Ja, das sieht witzig aus. Ich muss sagen, dass ich nach einer gewissen Zeit ein bisschen anstrengend fand. Dieses ganze Rumgegrinde und Rumgehüpfe. Aber es ist super witzig, finde ich. Also der Humor ist allererste Güteklasse, muss ich sagen. Okay. Ja. Also es war gut. War sehr, sehr gut. Und apropos Hitman. Mir ist letztens eingefallen, oder ich hatte eine Idee, das Spiel nochmal zu spielen, aber diesmal nicht nett, sondern böse. Psycho Assassin. Schlitzman wollte ich spielen. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Spaß macht. Ich habe nämlich ein Video gesehen, wo jemand mit einer Axt rumlief und halt wirklich Unschuldige die ganze Zeit halt entsorgt hat und so. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gibt diese Stelle auf der Rennstrecke, da steht ein Häcksler. Mhm. Und man kann Leute da reinwerfen und ihn anmachen. Die Überlegung, jeden einzelnen NPC in diesen Häcksler zu werfen. Und das dann als Silent Assassin machen, so dass das und keiner mitkriegt. So sieht es nämlich aus. Boah, da brauchst du aber ziemlich lange. Ja, da brauchst du ziemlich lange. Man hinterlässt auch keine Spuren. Ja, eben, deswegen ja. Oder alle irgendwie so in so ein Loch werfen. Bolognese-Fabrik. Oh. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Oh, das sind aber viele Leute. Ja. Sehr, sehr. Und dann an der Tribüne? Ja, gut, da die Zuschauer, das wird ein bisschen schwierig, aber. So zum Beispiel, wenn du nur die Fabrik nimmst, wo die ganzen Securities rumlaufen. Also dieses Gebäude da. Ja. Wie machst du mehr Angst? Ja, man muss sich ja immer mal ein bisschen neue ich gerne die bösen Charaktere. Alle abknallen. Ich finde es immer noch so bezaubernd, wie man Gegenstände Leuten gegen den Kopf werfen kann. Ich finde das so geil. Als ich das rausgefunden habe, ich habe drosselt keinen mehr. Ich werf nur noch. Irgendwo eine Rohrzange und Feuer. Pum. Ach, großartig. Konnte man das nicht schon im letzten Teil und im Teil davor auch? Im letzten Teil ja, den Teil davor nicht. Was war Absolution war davor, ne? Ja, Absolution. Ich weiß, bin mir nicht sicher. Doch, in Absolution konnte man das auch schon? Ich glaube, da konnte man auch schon Sachen werfen. Bin nicht Leute sicher. Mit ausnocken. Ich glaube, in einer Sequenz musst du das, glaube ich, sogar. Irgendeinem Tutorial wirst du, glaube ich, gezwungen oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Absolution ist schon lange her. Ja, mal gucken, was man so Weihnachten noch machen kann. Weihnachten ist ja immer Hitman-Zeit, ne? Wie fandest du es denn als Liebhaber des ersten neuen Hitman, jetzt die Fortsetzung davon? Großartig. Großartig. Es ist nicht wirklich eine Neuerung, also nicht großartig. Sie haben ein bisschen an der Mechanik geschleift, so gefeilt. Mhm.
Und ansonsten hast du halt wieder riesige Maps bis zum Erbrechen, wo du dich halt austoben kannst. Das ist halt Spielplatz für eine Assassine. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie zwischen des, also währenddessen die das Spiel gemacht haben, gewechselt haben. Mhm. Weil Zwischensequenzen sind nur Bilder. Da gibt es keine Videos. Ich glaube, da haben sie dann die Konzeptarts genommen oder so und haben die dann vertont. Finde ich persönlich ein bisschen unschön, aber das wäre auch so fast das Einzige, was ich kritisieren müsste. Ich finde das schade, dass sie dieses Episodending nicht mehr machen. Das fand ich eigentlich am ersten Teil super reizvoll. Weil ich finde es immer so, ich spiele jetzt gerade Red Dead und du wirst halt totgeschmissen mit Inhalten in Red Dead. Ich bin im letzten Kapitel und Leute sagen mir jetzt so, ja, also 20 Stunden, dann hast du es jetzt auch durch. Welches Kapitel ist das? Das letzte. Welche Nummer? 6. 6? Kapitel 6 und dann gibt es noch einen Epilog oder so. 2. Bist du auch an dem Punkt, wo du keinen Bock mehr hast? Nee, gar nicht. Okay. Ich bin sogar ein bisschen traurig, dass es endet, aber es ist, du bist halt da schon so vollgeschmissen mit Zeug und ich denke mir halt so, ey, Hitman ist halt auch so groß und du kannst so viel machen. Wenn die das, also ich fand dieses Episodending super geil, weil dann konnte ich spielen, wenn ich Bock hatte, habe eine Mission gemacht, so konnte ich nochmal spielen, konnte Challenges machen, blablabla, und irgendwann kam das Neue und dann konnte ich das schön strecken und immer wieder spielen. Und jetzt ist so, oh, die Überwindung, da irgendwie reinzusteigen, wenn man gerade so ein riesiges Spiel spielt, ist dann auch so. Dann werde ich dir jetzt aber, wenn du fertig bist, dann müssen wir nochmal über Red Dead reden. Ja. Ich will dir das jetzt nicht madig machen. Bist du mit dem Epilog nicht zufrieden, oder? Hä, ich habe die Scheiße irgendwann ausgemacht. Echt? Ja, ich habe mich so verarscht gefühlt, ich habe das ausgemacht. Ich habe nach dieser ganzen ellenlangen Reitscheiß, habe ich keine Lust mehr gehabt, so. Ich fand das super. Ich hab mich richtig gefreut, dass es so super entschleunigt war, dass du einfach so durch die Gegend pimmeln konntest. Irgendwie hast du irgendwo dein Lager aufgeschlagen, hast irgendwas gejagt, bist dann weiter. Hast so ein bisschen aufgesogen, was so die Natur mit dir macht und weiß ich nicht, bist stinkend dann wieder in die Stadt zurückgekehrt, hast dich mit irgendwem geprügelt. Ey, ich war voll da. Ich habe den ersten Teil, ich habe 2 Spiele damals auf der Xbox, habe ich alle Erfolge gemacht. Das war Batman Arkham Asylum und das war das erste Red Dead Redemption. War die einzigen Spiele, die ich so durchgespielt habe, dass ich irgendwie die 1000, beziehungsweise Red Dead, sonst glaube ich 1400 Gamerscore dann irgendwann mal hatte. Deswegen, mir tut es auch schon fast weh, dass ich nicht alle Nebensachen gemacht habe oder dass ich Sachen verpasst habe oder so. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass hoffentlich vielleicht irgendwann mal eine PC-Version kommt, dass ich es nochmal spielen kann. Mich nervt nur, das Einzige, was mich nervt, ist, dass der Charakter, den du spielst, wesentlich geiler ist, als John Marston jemals sein konnte. Und das ist halt irgendwie jammern auf hohem Niveau, weil Marston ist super. Ich mag den auch jetzt. Das ist so einer der wenigen sympathischen Charaktere, die du halt die ganze Zeit triffst. Aber Alter, Arthur Morgan, der ist halt ein Arsch. Aber das vertuscht er auch nicht. Es ist so schön, wie der Leute einschüchtert. Ich sitze jedes Mal und denke mir so, ich würde mich einscheißen. Weil hast du den Typen auch. Dem Typen am Anfang, der ist doch. Du kommst irgendwie das erste Mal nach Valentine, da ist so ein Typ, der schreit, oh, ich hab dich gesehen in Blackwater und rennt weg. Und dann jagst du ihn hinterher, dann kannst du dich entscheiden, ob du ihm die Klippe hochziehst oder nicht. Und wenn du ihn hochziehst, fängt er dann an mit so von wegen, ja, wie heißt du denn? Und irgendwie, ich weiß ja auch nicht mehr, Baxter, keine Ahnung. Und dann so, aha, Baxter, den Namen werde ich mir merken, Baxter. Und so die ganze Zeit und so richtig so und denkst du so, oh, Alter, verlass das Land, so, verpiss dich, geh weg, komm nie wieder. Also ich finde es super. Ich meine, es gab von Anfang an eh nur eine Möglichkeit, wie es endet. So, und darauf läuft es jetzt hinaus. So, wenn du 6 Kapitel bist, weißt du ja, was ungefähr passieren wird. Hey, ich bin noch im 4. Ja, ich sag nichts, aber es gibt, auch wenn du es gestartet hast, eigentlich nur ein logisches Ende für das Spiel. Und Der den ersten Teil gespielt hat, weiß ungefähr. Ja. Und werden alle sterben. Na, alle tot. Nicht. Ja, doch, alle. Wenn du Red Dead 1 dann, sind alle tot. Also bei mir werden sie am Ende von Red Dead 1 sind dann alle tot. Alle sind tot. Nee. Außer Jack. Jack ist der Einzige, der die Gang überlebt. Richtig. Nee, also, super. Musik ist geil, Grafik ist geil. Meine PlayStation stirbt zwar jedes Mal, wenn ich das Spiel starte. Aber solange ich das noch durchspielen kann, dann kann sie kapieren. Ist mir egal. So, Hauptsache, ich kann das jetzt noch einmal beenden. So. Spoiler über Spoiler, das Spiel ist 10 Jahre alt. Okay. Echt?
Also wer Red Dead nicht gespielt hat, der hat dann halt Pech. Alle sterben. Ich mochte zum Beispiel die Story von Red Dead 1 nicht. Muss ich zugeben. Aber ich habe es erst jetzt vor einem Jahr, glaube ich, gespielt. Und die hatten mir zu viele Plotholes und zu viele Ungereimtheiten, fand ich. Und viel zu viel, die haben mir mal Charaktere vorgestellt, die sie einem dann halt irgendwann weggerissen haben und nie wieder hingelegt haben. So, das macht der zweite Teil, finde ich, besser. Ja, weil du halt auch diesen Wanderzirkus hast, mit dem du die ganze Zeit unterwegs bist und die Charaktere werden so ein bisschen besser gezeichnet dadurch. Und die Lücken aus dem ersten Teil schließen sie ja jetzt auch halbwegs. Aber ich weiß auch noch, ich habe auch letztes Jahr den ersten Teil nochmal gespielt. Und diese Mexiko-Sache, die ging mir schon damals tierisch auf den Sack und dachte so, das ist das Einzige, was mich nervt. Und das war dieses Mal tatsächlich so, dass ich fast überlegt habe, Alter, wenn ich diese Mexiko-Geschichte jetzt nicht langsam beenden kriege, dann kriege ich es nicht weiter. Mhm. Weil das so, oh, das hat so genervt. Es war so richtig, oh, mich interessiert dieser Konflikt nicht. So, ich will nur den Typen da holen und dann will ich wieder abhauen. Und es war halt leider nicht so viel anders als irgendwie New Austin, wo du eh schon die ganze Zeit warst. Es war auch nur Wüste und irgendwie Kojoten und weiß ich nicht was. Ja. Was dann erst so am Ende dann wirklich auch eine Kulisse gab und dachtest, oh, jetzt ändert sich mal was. Oh, du hast eine Stadt. Oh, du hast irgendwie Prärie und Berge und Schnee und sowas. Das meinen die jetzt wesentlich geiler. Ich mag auch diese ganzen Filmanspielungen in dem Spiel mega gerne. Es gibt diesen Zugraub am Anfang, irgendwie im zweiten Kapitel, wo die diesen Ölwagen auf die Schienen legen und das ist quasi ein 1:1 Reshoot von dem Zugraub aus dem hier Film mit Brad Pitt. Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Henry Ford oder wie auch immer. Robert Ford. Und es ist so wirklich 1:1 haben sie es nach, diese Szene, wie er auf dem Wagen steht mit dem Gewehr und so. Du kannst halt irgendwie diese Szene im Internet nachgucken, du siehst halt, wie sie es wirklich nachgebaut haben. Das ist schon ziemlich, das ist schon, gibt so viele Stellen. Der Anfang ist Hateful Eight, einfach komplett. Genau. Ja. Also die haben da schon einige witzige Stellen reingepackt. Also generell viel Tarantino. Also auch irgendwie dann Kapitel 3, wenn du dann da irgendwie in den Louisiana Swamps irgendwie rumgeierst, ist halt auch voll Django. Dieses ganze Gebiet da, Braithwaite Manor, wo du dann diese Allee hast, wo du auf dieses Ding zuläufst, das ist halt so Django, einfach so 1:1 nachgebaut. Ich finde nur, dass er irgendwie so ein verrückter Typ ist, der ich insistiere und dann jemanden erschießt oder so. Wäre super gut gewesen. Viele Running Gags, viele, viele geile kleine Geheimnisse, die so eingebaut sind. Ich mag es super gerne. Ich bin riesen Fan. Ja, aber könnte von mir aus noch 6 Kapitel gehen. Ich würde es weiterspielen. Eben. Ich lasse mir aber auch Zeit mit dem Spielen. So, ich spiele es für mich, ich spiele es nicht im Stream, weil ich glaube, für den Stream wäre es langweilig. Mein Stream stirbt deswegen, aber es ist mir egal. Ja, okay. Also du streamst es auch wirklich, du spielst es nicht für dich, okay. Aber ansonsten, ich mag es auch. Ich würde nicht sagen, ich liebe es, aber ich mag es. Es macht echt Spaß. Wenn man einen Open-World-Titel, glaube ich, dieses Jahr spielen sollte, dann das. Oder spielen wollte, so. Weil das macht halt Open-World halt wirklich richtig. Story kann man halt gut finden oder nicht, das ist halt immer jedem selbst überlassen, aber so die Sachen, die, finde ich, eine Open World machen sollte, das machen die. Ich finde übrigens das, was Herr Martul gesagt hat, sehr gut. Das möchte ich unterschreiben. Was denn? Was soll da sterben? Nee, ich mag, was ich an Red Dead so gerne mag, was da Open World betrifft, ist, es wirkt so, also es hat, manchmal hast du das Gefühl, wenn du durch die Gegend reitest, alles sind so Puppen, die nur dazu da sind, um dir zu helfen oder dich irgendwie zu unterhalten. Aber vieles passiert auch ganz natürlich. Also es ist so, ich finde es schon, also es wird immer sehr dafür gelobt, dass es so, oh, und alles wirkt so echt und alle machen so ihren Kram und weiß ich nicht was. Wenn du die dritte Person findest, die von der Schlange gebissen worden ist oder so, dann ist es irgendwann so, ja, da kriege ich wieder irgendwas umsonst in irgendeinem Laden. So. Und die sind dann nur so irgendwie da. Aber es gibt so Punkte wie, weiß ich nicht, ich gehe in den Saloon und mich rempelt ein Typ an und dann will er sich mit mir duellieren. Und sagt so, ja, okay, dann duellieren wir uns. Und dann fällt er besoffen um, das Duell ist gewonnen. Also es ist so, das baut das so in das, was du machst, halt ein. So, wie so Sachen halt passieren könnten. Und das, und halt dich nicht, ist, Chuck hat dich nicht so mit Questmarkern zu die ganze Zeit. Und das finde ich halt irgendwie, ich finde es schön, ein Open-World-Spiel zu spielen und du machst nicht irgendwie deinen Questlog auf und dann hast du so irgendwie so eine Reihe von Sachen, die du irgendwie abhaken kannst. Und du hast halt einfach, du gehst raus und du machst halt was.
schlägst irgendwo dein Camp auf. Ist mir jetzt das erste Mal passiert. Ich habe irgendwo in den Sümpfen mein Camp aufgeschlagen und dann werde ich von so zwei Hillbillies bedroht, die meinen so, ey, du kannst hier nicht campen. So, wenn wir dich das nächste Mal sehen, dann knallen wir dich ab. Und ist so, okay, dass das passieren kann, interessant. Wie du Leute triffst oder so, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so Schwarzbrenner getroffen und ich habe sonst immer, wenn ich so Camps, bin ich immer hin, habe geguckt, bis sie sich provoziert fühlen und dann habe ich sie erschossen und ausgeraubt. Und da war es erstmal so, dass ich gedacht habe, so, okay, halt's mal ein bisschen Abstand, mach's mal so. Und dann waren die auf einmal, ja, wir wissen nicht, wie wir weiterkommen und wir wollen hier Schnaps brennen und wir brauchen irgendwie das. Und dann hast du denen irgendwas gegeben und dann haben die halt ihren gebrannten Schnaps halt dann quasi im Gegenzug dafür gegeben. Hast du sie trotzdem danach erschossen? Nee, dann bin ich gegangen. Oh. Das hätte ich gemacht. Ich konnte das Camp halt ausräumen danach. Also die waren dann nicht mehr feindlich. War dann egal. Ich mag auch die Action. Also das Schießen macht halt auch Spaß, auch wenn es manchmal ein bisschen krümelig ist. Steuerung ist so mal so, mal so. Aber es ist so typisch GTA. Also die Steuerung ist so, viele beschweren sich ja, dass sie so ist, aber es ist halt einfach so eins GTA. GTA 5 fühlt sich genauso an. Nur dass du halt nicht irgendwie mit dem Trigger Leute noch anpöbeln kannst. So. Ja. Halt tatsächlich Rockstar. Dann könnten sie halt tatsächlich noch ein bisschen dran fallen auf die Fall. Steuerung nachvollziehbarer machen. Aber konsistenter wäre ja auch schon gut. Ja. Also manchmal springt das Pferd über irgendwas und manchmal nicht. Und das ist schon. Beim letzten Mal ging's. Jetzt bist manchmal du hat man die Waffe dabei, die man möchte, und manchmal nicht. Das finde ich tatsächlich, das nervt mich am meisten. Ja. Ich will einfach selber auswählen, welche Knarre ich mit mir führe und nicht jedes Mal irgendwie dann zwei Gewehre auf dem Rücken bekommen, von dem ich nicht eins benutze sonst. Hier, nimm dieses Gewehr. Ist noch nicht mal modifiziert, aber nimm es. Das Spiel möchte, dass du es jetzt benutzt. Ja. Danke. Ja, das habe ich die letzten zwei Wochen gemacht, das war... Jetzt Tarkov wieder. Ja, ich spiele jetzt erstmal noch Red Dead zu Ende, aber ich habe Tarkov angefangen, so einmal wieder im Stream und jetzt aber schon so ein paar Tage auf Stream wieder zu spielen. Ich bin wieder drin. Ach, streamst du jetzt nicht mehr, deswegen? Nee, ich spiele jetzt erstmal Red Dead im Stream zu Ende und dann okay. Spiele ich Tarkov weiter. Ich will das jetzt erstmal einmal zu Ende bringen. Genau. Aber ja, ich kann dich ja auch mit Slappy zusammentun. Ich meine, der streamt ja auch kaum. Vielleicht kann er dir noch ein paar Tipps geben, wie man trotzdem die Subs hält oder so. Reißerische Tweets. Ja, vielleicht kannst du mir da was beibringen. Seit 5 Tagen nichts mehr getweetet. Du bist auch was bei Instagram nichts gemacht. Ja, das stimmt. Keine Zeit. Ja, aber ich meine, nichts machen oder Dizzy Stories ist halt ähnlich. Besser nichts machen dann. Besser nichts machen, ja. Das nimmt sich dann nicht viel, das stimmt. Hallo, ich bin in London. Das gab es schon immer. Früher auch irgendwie, keine Ahnung, Leute machen irgendwie Urlaub in New York und du siehst halt nur so zwei Gesichter im Nichts. Ja, Urlaub in New York. Ja, schön, New York ist toll. So, danke. Könnte auch Kastrop-Rauxel sein, ich würde es nicht erkennen. Und ohne Scheiße, als MK das... Ich meine, ich bin mir dessen immer bewusst, um das ganz kurz mal aufzugreifen, ja? Ich habe gedacht, du machst das mit Absicht. Dass das nur mein Gesicht sieht? Ja, damit man andere nicht sieht, weil ihr ja in Deutschland da so ein bisschen komisch also seid, aber da so Rechtsprechungen haben. Und darum wollte ich da nie was sagen, weil ich mir gedacht habe, du filmst so, weil... Du nicht möchtest, dass man andere Leute und Dinge sieht. Also auch, das mache ich auch. Also von 12 Parts sind 10 der letzten in meinem Gesicht. Aber ich finde einfach, dass das zur Story dazugehört. Ich mag das nicht einfach so rumfilmen und dann dahinter reden. Ich erzähle halt immer erst die Geschichte und dann das andere. Und außerdem, man sieht auch was, MK, ne? Du Arschloch. Ja, und hebt das ja dann zwischendurch mal hoch. So eine Flughafenlampe irgendwie im Hintergrund, weil du immer so von unten filmst. Ich finde sie gut, okay? Ja, es ist halt eigen. Ne? Es ist eigen. Aber ja, das stimmt schon. Ich habe sehr gelacht am Wochenende. Guck mal meine Stories. Ich bin in London. Ich meine, guckt euch mal an, was sonst auf Instagram so durchgeht. Bei manchen Influencerinnen habe ich in Chat gepostet. Oh. Was ist das denn? So, sie ist mal eben in Paris.
Oh, sick, ja. Photoshop, Alter. Ja. Auch super ausgeschnitten. Also. Ja. 24.000 Likes. 23. Alter, Alter. Und Werbung, ne? Ist auch wieder Werbung. Ja. What? Aber großartig. Ganz das hat 22.000. Warum gebe ich mir überhaupt Mühe? Warum bist du überhaupt hat da? Hat sie sich auch gedacht. Ja. Paul leaves in Paris. Love the city this time of the year. I'm wearing a jacket from... Oh, shit. Das ist doch auch Photoshopped hier. Daran merkt man halt, dass sie mit Instagram kein Geld verdienen. Ich könnte nicht selber nach Paris. Das ist doch auch gefotoshoppt hier. Alter, ist nicht mein Ernst. Das ist... Ist so geil, auch wie schlecht es ausgeschnitten ist. Ist super. Ja. What the f- Wahrscheinlich ist das Hintergrundbild auch so ein Stockfoto einfach. ich brauch mal hier irgendwie ein Bild von Paris. Ja, ich suche mal eins im Internet. Ich guck mal Google. Mhm. Wow. Ah, da sind so viele nicht echt von. Das sieht man ganz krass. Ganz künstliche Schatten. Ja, gut. Dann weiß ich ja, was ich morgen mache. Bikini-Fotos vor allem. Nö. Solltest du mehr machen. Ich Photoshop mich einfach irgendwo hin und dann Geschichten erzählen kann ich auch so easy, ey. In den Bikini. In den Bikini, ja, rein ich Photoshoppen. Genau. Wir bin ich. Und immer markieren. Hashtag Werbung, ja. Habt ihr schon mal da draußen die Gesetzgebung für die Markierung von Werbung gesehen? Wollt ihr mal ganz kurz lachen? Hier. Das ist nämlich so ein Thema, das brennt mir ein bisschen auf der Seele. Echt? Ja. Das merkt man, nicht, ne? Man gar nicht. Nee, ne? Mm-mm. Ich war, ja, okay, dann unterhalten wir uns lieber nicht darüber. Nee, ist gut. Guckt euch mal den Leitfaden an. Also, ich war ja nur am Wochenende unterwegs, ne? Das weiß ja der eine oder andere. Ich war in London, um Werbung zu machen. Und, Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, ja, Entschuldigung. Um Hashtag Werbung zu machen. Hashtag Nennung, weil da gewesen. Alter, weil das... Habt ihr auch so das Gefühl, dass das mittlerweile einfach so übermäßig nervig wird und viel zu viel? Weil du echt jede Pisse markieren musst, laut Gesetz. Wurde halt zu viel Schindluder mit betrieben, ne? Schleichwerbung ist halt einfach strafbar. So, das ist, war schon immer strafbar. Und du musst es halt irgendwie kennzeichnen. Und es gibt halt kaum Möglichkeiten, wie du Social Media seitig irgendwie kennzeichnen kannst. Und weil irgendwann die Landesmedienanstalt gesagt hat, oh, lass mal ein paar Mahnungen rausschicken. Vielleicht bezahlt ja einer. Wir haben Langeweile. Wir haben halt angefangen, die Leute einfach alles zu markieren. Ist jetzt so, ey, ich gehe zu meinem Freund in die Pommesbude. Hashtag Werbung. Weil ich mag Pommes. Hashtag Werbung, weil eigene Meinung. Das ist nicht mal ein Witz, Leute. Wenn dein Freund eine Pommesbude besitzt und du machst eine Instagram-Story oder postest auch nur ein scheiß Bild aus dieser Pommesbude, musst du das mit Hashtag Werbung markieren. Wenn du sagst, welche Pommesbude das ist oder man erkennen kann, welches ist. Wenn du halt keine weiteren redaktionellen Inhalte machst, die du dann dagegen stellen kannst, so sagen kannst, naja, das ist mein redaktioneller Teil und das ist mein kommerzieller Teil. Das ist mein Editorial, das ist das, was ich präsentiere. Hashtag Werbung. Das Ding ist ja auch, dass die, und das, da wo der, das ist ja das Problem, du kannst ja auch Sachen machen ohne eigenen Anreiz oder ohne, dass irgendwer dich dafür bezahlt oder sonst irgendwas. Du fährst im Urlaub nach Mallorca, weil du denkst, Mallorca ist geil, ich fahre da immer hin. Dass die Landesmedienanstalt irgendwann angefangen hat, keinen Unterschied mehr zu machen. Nee, das ist dann auch Werbung. Das wird dann auch zu Werbung, weil also die Leute kennzeichnen es dann aus Panik. Ich lese das gar nicht mehr. Ich habe früher, wenn ich irgendwo etwas gesehen habe und dazwischen dann so Hashtag Werbung sei, ah, okay, das ist Werbung. Du wurdest dafür bezahlt. Okay. Da jetzt alles vollgekleistert damit ist, ist das etwas, wo ich blind für geworden bin. Ich sehe das nicht. Also ich blende das komplett aus.
muss ich zugeben. Es hat keinen Effekt mehr. Ja. Es schafft auch keine Transparenz, das, was es ja soll. Es soll ja Transparenz schaffen, damit du, wenn du beeinflusst wirst von jemandem, dann auch weißt, dass dieses Segment ist dazu da, mich zu beeinflussen. Aber dadurch, dass du alles kennzeichnest, ist es halt einfach weg. Es ist halt einfach... Hashtag mehr Werbung bei der eigenen Meinung ist dann auch so, ja, ist es jetzt Werbung? Ist es jetzt, ja, das ist paradox einfach. Es ist einfach nur noch paradox. Und das ist, weiß ich nicht. Ich kenne auch diverse Formate, wo Leute sich für Schleichwerbung haben bezahlen lassen. Und wenn man das so mitbekommt, dann ist mir klar, warum die Landesmedienanstalten dann halt so durchdrehen, wenn Leute halt dieses System abusen und sagen, naja, nee, das war nicht finanziell motiviert, das ist ein redaktioneller Inhalt, aber du weißt ganz genau, die schicken dir einen Case rum, eine Case-File. Oh, wir haben den Abverkauf für unser Tiefkühlprodukt um 24% gesteigert, weil die irgendwas gemacht haben, ist aber nirgendwo gekennzeichnet worden, ist dann weißt du schon, Moment. So, das ist aber Schleichwerbung. Ich finde das so grauenvoll, ne? Also ich meine, wenn jemand bezahlt wird, das zu markieren, kann ich verstehen. Absolut. Ja. Absolut, und das sollte auch so sein. Dass jeder Bescheid weiß, dass das Werbung ist. Also da gehe ich ganz konform mit, dass das bezahlt ist. Aber ey, dass du jede Scheiße markieren musst, ne? Finde ich so unendlich bescheuert. Nur, also ganz ehrlich, einfach mal fiktiv als Beispiel, mir würde Activision Blizzard das ist ein gutes Beispiel, weil das gerade vorgekommen ist, Activision Blizzard würde mir was schicken und ich packe das einfach nur aus. Muss ich das mit Werbung markieren? Du hast ja auch was umsonst bekommen. Alter, das ist für mich so unendlich bescheuert, ne? Ja, du kannst ja, hier ist ja eine schöne Formulierung auch, die das ja eigentlich erklärt, wenn ihr in dieses Sheet reinguckt, irgendwie unter C steht dann Beiträge über Produkte, Dienstleistungen, Marken, Unternehmen, Regionen, bla bla bla, aus eigener Motivation ohne kommerziellen Anreiz Dritter veröffentlicht. Und das ist ja dann, du hättest diese Activision-Sache nicht ausgepackt oder gehabt oder sonst irgendwas, wenn sie dir das nicht zugeschickt hätten. Die haben das, ob du was machst oder nicht, das ist ja für die dann auch so, das ist für die ja dann so Gamble. So, die schicken dir das raus, das ist für die Pressearbeit, für die fällt das unter Pressearbeit, ist noch nicht mal Marketing, ist Pressearbeit, weil die denken, naja, vielleicht macht er ja was, weil der findet es cool und wir denken, dass es gut zu ihm passt. Aber wenn du es auspackst, musst du es dann halt kennzeichnen, weil es gab einen äußeren Anreiz, der dich dazu gebracht hat, das zu machen. Und du kannst es nicht widerlegen, dass du sagst, nee, kannst ja nicht sagen, ich habe es selber gekauft. Wenn du es selber gekauft hast, du hast einen Beleg und sagst dann, hier, ich habe es mir selber gekauft, dann kannst du sagen, wenn die Landesmedienanstalt kommt, so, ach ja, nee, hier, guck. Geil, Alter. Also mein Running Gag, ich persönlich, ist daraus, ich werde jeden Tweet, egal was ich ab jetzt mache, ich werde alles als Werbung markieren. Ich habe mir heute Mützen bestellt, die bestickt sind mit Hashtag Werbung. Ich werde mir mein eigener Merch mit Hashtag Werbung. Ich werde jetzt alles damit voll gleich sein. Weil ich das so unendlich bescheuert finde. Das ist so lächerlich. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob das für. Also, das ist nicht mal transparent. Es ist einfach nur dumm. Weil wem willst du denn vormachen von deinen Zuschauern, wann was nicht Werbung ist? Also wirklich jetzt mal. Ich wäre jetzt am Wochenende in London gewesen mit einer super crappy Instagram-Story aus meiner Fresse, die MK sehr schön findet übrigens. Welcher normale Mensch und selbst Schleichwerbung, ich meine, selbst wenn du es markierst, ne? Aber du kannst doch nicht jedes beschissene Kackfoto, geschweige denn Videomaterial, komplett damit vollzimmern. Wer nimmt dich denn nachher noch ernst? Dann brauchst du deinen scheiß Job gar nicht mehr machen. Weil du irgendwann an einem Punkt bist, wo es Leuten völlig Wumpe ist, was du da machst. Der Unterschied ist aber, ich meine, ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil der Unterschied ist halt, auf der einen Seite sind es die Influencer und auf der anderen Seite sind es tatsächlich Journalisten und Redakteure, die halt Sachen entweder kaufen oder es bekommen, aber es trotzdem halt testen und eine unabhängige Meinung halt abgeben. Und ein Influencer und so jemanden musst du halt voneinander unterscheiden können. Und du kannst ja jetzt nicht den Journalisten sagen, ihr müsst überall Hashtag unabhängige Meinung drunter schreiben, sondern eben demjenigen, der halt Leute einfach nur beeinflussen möchte. Von daher kann ich das irgendwo halt nachvollziehen, warum das so ist. Es ist ein grundlegendes Problem, das halt auch damit aufgekommen ist, dass Leute angefangen haben, sich Influencer zu nennen.
Influencer ist kein also es ist, jetzt wird es wie ein Beruf gehandhabt. Influencer ist eigentlich eine Bezeichnung für einen Werbeträger. Das ist Influencer. Was machen wir? Wir machen Display-Werbung, wir machen Flyer, wir machen TV-Spots, wir machen Influencer. Und Leute haben angefangen zu sagen, oh, Influencer ist ein Job. Und die machen nicht, also wenn du dich als Influencer bezeichnest, bist du nichts anderes als jemand, der Werbung macht. Das ist dein Job dann. Du bist Litfaßsäule. Du verkaufst deine Reichweite. Du bist einfach nur eine scheiß Litfaßsäule. Oder du verkaufst deine Reichweite für Geld, damit Leute deine Zielgruppe benutzen können, um sie zu erreichen, weil sie sie auf anderem Weg nicht mehr erreichen können. Und das ist dann, das ist halt ein Problem, dass auch Unternehmen erst noch lernen müssen, dass, also alle wollen immer am liebsten Schleichwerbung haben, weil dann wirkt es so von wegen, ah, die macht das aus eigenem Antrieb. Dann ist es viel besser als Werbung. Was Quatsch ist, weil die meisten Leute, wenn sie ein bisschen unternehmerisches Denken haben, wissen halt auch, ich präsentiere nur die Sachen, die auch irgendwie zu mir passen und die ich gut an meine Leute vermitteln kann oder wo die, meine Community sagt, so, oh ja, das ist cool, dass du das machst, ja, weiß der Geier, dass es dann egal ist. Also so, du musst dann keine Schleichwerbung machen. Die Leute fühlen sich dann eher noch positiv bestärkt, wenn sie wissen, so, ey, das ist jetzt Werbung, aber ich mache das, weil ich dahinter stehe. Dann ist es für die Leute, ah, der ist ehrlich und der macht was Cooles und wird dafür bezahlt, oh, das gönnen wir dem total, als diesen Lippenstift von L'Oreal, den habe ich, den mag ich total gerne. Echt, aber ganz ehrlich, das ist doch, hier Leute, ich mag die Maus. Das ist eine Logitech G502, die habe ich mir selber gekauft. Ja, den ganzen Scheiß, der hier auf meinem Schreibtisch steht, Werbung. Ist selbst gekauft. Warum soll ich das mit Werbung markieren? Musst du nicht, ja, das musst du ja nicht. Wenn du natürlich musst du das, weil das eine Markennennung ist. Nein, musst du nicht. Das ist eben keine Werbung, weil du es aus eigener Motivation gekauft hast. Und du kannst es belegen. Sie nutzt, weil du sie magst und nicht, weil du sie kostenlos zugeschickt bekommst und dir was daraus versprichst. Das ist der Unterschied. Solange du es belegen kannst, dass du es selbst gekauft hast, brauchst du es nicht machen. Aber Leute machen halt diese Markennennungsscheiße halt einfach aus Prinzip. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, du nimmst eine Marke, dann schreiben die hin Werbung, einfach nur, weil die nicht von den Landesmedienanstalten angeschissen werden wollen. Weil du, weiß ich nicht, wenn du irgendwo im Adidas-Store gehst, kannst du niemanden belegen, dass du aus eigenem Antrieb hingegangen bist. Und nicht irgendwie, weil man dir versprochen hat, dass du was bekommst oder weiß der Geier. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich habe eine Rechnung, ich habe das gekauft, so, ne, sonst müsstest du ja jedes Mal, wenn du ein Bild von deinem Desktop zeigst, das mit Werbung markieren. Aber theoretisch müsstest du, wenn du deinen eigenen Shop-Link teilst, damit Leute was in deinem Shop kaufen, musst du es als Werbung markieren. Alter, das ist so bescheuert. Als ob das kein Mensch weiß. Also wirklich jetzt. Hey Leute, kauft mein Merch. Hashtag Werbung. Okay. Ich schreibe mir das ganz fett auf. Das wird sehr, sehr schön. Die nächsten Werbeclips werden unglaublich toll. Ich finde das so unfassbar lächerlich, ne? Wie gesagt, ich kann das ja verstehen, ich kann das auch mit den Produkten nachvollziehen, das, was ihr gerade gesagt habt, weil es nicht eigener Antrieb ist, ne? Aber was du alles markieren musst, es ist lächerlich. Du nimmst doch gar niemanden mehr für voll. Ich nehme das gar nicht mehr voll. Steht der Hashtag Werbung drauf, in der Instagram-Story, dann mache ich das schon weg. Weil es ist lächerlich. Weil du irgendwo bei irgendwem zu Gast bist, musst du Hashtag Werbung schreiben. Ja, dann fick dich, ey, komm, will dich nicht mehr sehen. Das hat auch nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Das ist einfach nur komplette Verwurstung von irgendeinem Scheiß. Es ist einfach, weil Leute Angst haben. Darum geht's. Es gibt klare Regeln, aber Leute haben Angst, weil man es nicht belegen kann. Du musst es belegen können. Wenn du ein Spiel spielst, weil du es dir selber kaufst, kannst du es belegen, keine Werbung. Wenn du ein Key bekommst, Werbung. Punkt. Ist so. Ganz ehrlich, du kannst dir bei Keymailer kannst du dich eintragen. Die scheißen dich zu mit Keys. Ja, ich weiß. Und das musst du alles markieren dann. Ja. Nein, musst du nicht. Doch. Wenn du es redaktionell verwertest, musst du es nicht. Wenn du deine Meinung sagst und deine Meinung auch sein könnte, ich finde das Spiel scheiße, obwohl ich es kostenlos bekommen habe, dann ist es keine Werbung. Aber wenn dein Stream redaktionell ist, musst du dich bei den Landesmedienanstalten als Gender eintragen lassen, dann kannst du auch redaktionell arbeiten. Das ist so grauenvoll, ne? Und nein, es geht nicht mal um Schleichwerbung. Ne? Also wirklich, mir geht es nicht um Schleichwerbung. Mir geht es einfach darum, dass alles markiert wird. Alles. Einfach alles. Ey, wenn ich MK in die Instagram-Story nehme,
Da muss ich da Hashtag Werbung draufschreiben. Hä? What the fuck? Bloß nicht, weil ich mit ihm gemeinsam unterwegs bin. Das ist so bescheuert. Ich bin keine Marke, du kannst mich auch so. Ja, erleben. Ich weiß, das war jetzt überzogen. Wenn du eine eingetragene Marke bist, musst du das auch machen. Sei Moment, morgen, auf wenn Spotify ich kann ich losgehen. MK-Musik hören. Also. Ist trotzdem keine eingetragene Marke. Aber wenn du meinen Spotify-Link teilst, dann musst du ihn markieren als Werbung. Weil eigene Meinung. Also wie gesagt, ich bin dafür, dass man transparent ist. Ne? Also auch, wenn man Sachen von Firmen bekommt, dass man das ganz klipp und klar den Leuten sagt. Damit das nicht vorenthalten wird. Da bin ich der Allerletzte, der da irgendwie dagegen ist. Aber zum Beispiel jetzt an dem Wochenende bin ich absolut... Das Einzige, was jetzt passiert ist, wenn zum Beispiel das in der Instagram-Story passiert, dass Leute das Werbung so weit aus dem Bild rausschieben, dass das nur noch ganz klein dasteht. Und das ist der größte Beschiss überhaupt. Wie willst du das denn erzählen? Und das ist jetzt transparent, ja? Oh ey, Leute, guck mal da oben, es war zu sehen. Es war zu sehen, der Schickwerbung. Ja, das ist auch nicht transparent. Das hängt nur mit der Aufmerksamkeitsspanne der Leute zusammen. Das ist so, nein. Das System ist so broken. Und gerade jetzt an dem Wochenende hat mich das so sehr genervt, weil ich mach doch nicht über jeden beschissenen Beitrag so ein Klatschen drauf, dass das Werbung ist. Was soll das denn sonst sein? Ich fahr doch da nicht umsonst hin. Wenn du das einmal machst, du darfst es ja nicht mal nur ein einziges Mal machen, du musst ja jeden Schnipsel markieren. Weil du es ja nicht als zusammenhängendes Ding hochlädst. Es ist, nee, einfach nein. Es ist so, da sitzen wieder Menschen, die überhaupt nicht nachdenken. Und das hat für mich auch nichts mehr, wie gesagt, mit Transparenz zu tun. Du verlierst deine Glaubwürdigkeit, weil du dich, eigentlich machst du dich darüber lächerlich. Du ziehst das Ganze damit ins Lächerliche, wenn du jeden Scheiß markierst und dann noch Hashtag eigene Meinung, Hashtag irgendeine Scheiße, Hashtag fick dich, Alter. Ohne Scheiß. Und das ist wieder so das Problem, warum wir auch Studiengebühren gekriegt haben, weil irgendein Fotzkopf 15 Jahre studieren wollte und sich dann immer eingetragen hat. Deswegen haben wir jetzt Studiengebühren, damit das nämlich nicht mehr passiert und Regelstudienzeiten und so ein Quatsch. Danke, und Sebi. Danke. Schön wär's. Es geht nicht darum, ob du die Sachen selber kaufst, Dragmann. Es geht einfach darum, dass du allen möglichen Quatsch über mehrere Instanzen immer wieder und immer wieder markieren musst. Was TÜNF ist. Wenn du jetzt zum Beispiel auf so ein Event gehst und du 15 Instagram-Stories da machst, musst du alle 15, selbst wenn du nur von der scheiß Gamescom eine Instagram-Story machst, wo du persönlich einfach nur da bist. Aber du hast doch auf der Gamescom für eine Marke gearbeitet. Ja, sicher. Ja, da steht auch. Da steht eindeutig drin, und das ist auch von mir gesagt, ich werde dafür bezahlt und deswegen bin ich hier. Aber es geht darum, dass die Leute eine Aufmerksamkeitsspanne, also es ist erwiesen, dass die Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die mittlerweile geringer ist als die eines Goldfisches, vor allem wenn du irgendwie das ist kein Spaß, vor allem wenn du irgendwie so auf sozialen Medien unterwegs bist, dass die Leute halt auf den ersten Blick sofort erkennen müssen, Werbung. Wie die Neandertaler. Und deswegen muss es überall markiert werden. Du kannst es am Anfang sagen, am Ende sagt, das stand aber in Slide 6, als Dizzy sich von unten gefilmt hat und man nur seinen Unterkiefer gesehen hat, stand aber nicht, dass es Werbung war. Jetzt hab ich vor Lachen geschnoddert. Du sag ey. Oh nee, ohne Scheiße. Weil das jetzt eben gerade gestanden hat, wenn man alles markiert und dahinter Werbung schreibt und Leute das nicht mehr auseinanderhalten können, das kannst du jetzt auch schon nicht mehr. Das kannst du jetzt auch schon nicht mehr auseinanderhalten. Ich habe am Wochenende mich mal mit jemandem unterhalten. Und ich kann das auch nicht mehr auseinanderhalten. Wie, hast du dir dein T-Shirt eigentlich selber gekauft oder hast du es geschenkt bekommen? Ja, Hashtag Werbung, das ist von Pixelmaniacs. Genau, sowas muss ich jetzt auch markieren, weil ich ein T-Shirt von denen geschenkt gekriegt habe. Hashtag Werbung. Mit denen ich befreundet bin. Hashtag Werbung. Kannst du einfach in deinen Stream Dauerwerbesendung reinschreiben. Nee, du kannst dir auch einfach die scheiß Stirn tätowieren, Alter. Das zählt nicht. Ach nee, siehst du, das zählt ja nicht. Das muss ja im Material drin sein. Da fahr ich außer Haut, ey. Ich freu mich auf deine nächsten Story. Ja? Ich freue mich auf die Mützen. Wird man sie sehen oder sieht man wieder nur den Teil? Okay. Nein. Nein.
Ich gebe mir Mühe, MK. Okay, ich gelobe Besserung. Vielleicht mache ich sie interessanter, dass du mehr Aufmerksamkeit hast als einen Kuppi. Nee, dann gucke ich sie auch komplett mit Ton. Sag ich mal ein bisschen Haut. Bonkatos. Ich war noch nicht beim Nippel. Ich war noch nicht beim Nippel. Haben wir den Plankenschnack eigentlich mal... Ich wollte eigentlich nur sagen, warum ich die ganze Zeit so still bin. Mich betrifft das hier nicht. Ich bin nicht in der EU. Und ich kennzeichne das, was ich bekomme, wofür ich Geld bekomme. Und alles andere finde ich gut und halte es deshalb in die Kamera. Ach nee, hier ist er nicht. Nee. Und ja. Was, so, ich muss mir da. Nee, eben nicht. Ich habe schon runtergedrückt. Ich halte nichts in die Kamera hier. Ist ja dein EU-Stream. Siehst du, und das ist doch so lächerlich, oder? Ja, ist es. Das ist es. Das ist halt. Ich sehe das halt überall und denke mir nur so, was ist denn nur, hast du jetzt Geld dafür bekommen oder nicht? Ist denn das jetzt Werbung oder nicht? Ja, aber wenn ich selber was poste, nee. Also ich mache Hashtag Werbung für das, für was ich bezahlt werde, was ich bekomme, da sage ich das. Und was ich mir selbst gekauft habe, halte ich in die Kamera und sage, hier, guck mal, habe ich mir gekauft. Finde ich toll. Das darfst du auch in Deutschland, ohne es zu markieren. Na, siehst du. Du musst nur den Beleg behalten, falls die Landesmedienanstalt mal denkt, ich frage mal nach. Zahlst alles mit der Karte, hast du auch Beleg. So. Nils überlegt gerade, was in seinem Zimmer darf er überhaupt zeigen, ohne es zu markieren. Du, das Witzige ist, wenn du mein Setup-Sheet aufmachst, ist hier fast alles gekauft. Deine Wasserkühlung? Sieht keiner. Musst du vielleicht ins Sheet noch reinschreiben, unterstützt durch Produktplatzierung. Ja, bestimmt musst du das da auch noch markieren, ja. Das und dann alles. Ja. Deutschland ist manchmal sehr schwer, finde ich. Also, Deutschland ist manchmal sehr, 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 sehr schwierig. Sehr schwierig. Und nur, weil es irgendwann mal einen Unge gab, der ganz klein oben nur 3 Sekunden Hashtag Werbung eingeblendet hat. Wegen solchen Sachen. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Als da habe ich mich mal mit ihm drüber unterhalten. Da ging es um diese Polizeivideo damals. Bei der BlizzCon haben wir drüber gesprochen. Und da war es, da hat er das nach Regularien gemacht, dass das irgendwie, ich weiß nicht, 3-4 Sekunden eingeblendet werden muss. Und das stand nur ganz, ganz klein oben in der Ecke. Und genau wegen so einer Scheiße müssen wir so einen Bullshit machen. Der für mich absoluter Bullshit ist. Das hattest du doch schon vorher auch. Das hattest du auch schon beim Fernsehen. Ich meine, TV Total hat nicht umsonst irgendwann Dauerwerbesendungen ins Bild geschrieben, weil die auch immer mit diesen, ja, aber ihr macht doch Schleichwerbung für CDs, für eure Gäste und weiß ich nicht was, die machen hier Auftritte und das war eine redaktionelle Sendung und die haben ständig diese Vorwürfe gehabt und die haben immer gesagt, wisst ihr was, leck mich, wir schreiben es jetzt oben rein, wir machen Witze darüber und dann können wir machen, was wir wollen. Geil. Wir müssen Hashtag Werbung in Dauerwerbesendung um. Okay, ich muss mal gucken, ob Dauerwerbesendung auf eine Cap passt. Und T-Shirts. Ohne Scheiß, das wird jetzt Merch. Weil ich das zum Kotzen finde. Yes. Lass mich aber nicht. Mach keine Werbung. Mach keine Werbung. Ist ein bisschen schwierig, das ist schon ein gewisser Teil an Finanzen, der mein Leben finanziert. Ja, da kann man sich auch mal ein bisschen Arbeit machen. Echt? Ne? Kannst auch mal Hashtag Werbung irgendwo hinschreiben. Das ey, schon jedes hin. Mal, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich bezahlt werde, steht Hashtag Werbung bei. Ja. Es ist auch immer, es ist einfach Kollektivstrafe. Einer baut Scheiße, alle bahnen zu Ort. Ist immer so. Marco Reus fährt einmal ohne Führerschein. Plötzlich Hashtag Werbung. Wow. Ja. So ist es halt. Und es ist halt tatsächlich wurde es halt zu krass ausgenutzt. Also von Unternehmen und von Influencern. Deswegen
Das wird sich auch irgendwann wieder normalisieren. Und irgendwann gibt es Tools, mit denen du arbeiten kannst. Du es reinträgst oder so. So eine sag Internetseite. Mal, dürfte man das Supreme mit dem roten Mopsen unter Hashtag Werbung reinschreiben? Nein. Und das eintragen lassen? Nein. Hör auf jetzt, spoiler es nicht. Ich rede gerade mit jemand anders. Oder könnte man das anders verwursten? Ich glaube, das wäre eine sehr gute Idee. Also zumindest in meiner Welt. Ha. Ich meine, wer ist jetzt nicht der Erste, der das rote Supreme-Logo nimmt und da was anderes reinschreibt? Du bist ein Arschloch, weil du das jetzt gerade sagst, ja? Was denn? Das hörst nur du, nicht der Stream, du Pfeife. Das wusstest du aber nicht, aber trotzdem bist du jetzt ein Arschloch, okay? Was? Wieso hat der Stream das nicht gehört? Weil ich mich extra gemutet habe. Aber das, hä? Hä? Das hört der Stream nicht, du ja. Aber du streamst doch gar nicht. Nichtsdestotrotz, ach so. Wow. Ich war mal da. Denk mir grad, was erzählt denn er da? Oh. Alter, geil. Großartig. Großartig. Ja, Chat, jetzt wisst ihr schon, was ich vorhatte. Oh, ich habe eine Antwort gekriegt. Muss mich mal muten. Ja, mute du. Mute dich mal. Mute zur Lücke. Wow. Einmal mit Profis. Mhm. Und da wundert man sich, dass es der letzte Plankenschnack ist. So geht's nämlich los. Oh. Kaum ist der MK da. Das war jetzt witzig. Bleibt unter uns, ja. Bitte nicht weitererzählen. Ich denke mir die ganze Zeit, warum labert MK mich denn jetzt vor? Ich bin doch gemutet auf dem Mischpult. Aber ich habe mich nur gemutet, dass ich mich nicht selber höre. Ich frage, also ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, warum konsultieren Menschen mich bezüglich Hardware? Hm. Das frage ich mich tatsächlich auch. Ja, ich habe es jetzt gerade verstanden. Ich streame ja gar nicht selber. Ah, der war gut. Ja. Könnt ihr mich noch sehen? Du verdienst damit dein Geld, ne? Wäre ich ja. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, ja. Das war schön. Hashtag Werbung wegen Eigennennung. Namensnennung. Oh. Warum heißt du MK? Und wenn jetzt eine South Park Referenz kommt, dann okay. Nein. Gut. Initialien. Dann darfst du es erklären. Aber Initialien. Ich war mal mit 14. Drogensüchtig. Auch. Aber Admin in einem Limp Bizkit Forum. Und daher kam dieser Name. Hä? Das hat sich bis heute gehalten. Lim ja. Bizkit? MK ist meine, sind meine Initialen. Ja. Und das war das Erste, was mir eingefallen ist mit 14, als ich mich in diesem Lim Bizkit Forum angemeldet habe. Und wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Ich habe irgendwann angefangen, einfach auf Englisch Text zu schreiben. Habe dann festgestellt, kann ich so gut Englisch. Dafür, dass es reicht, machst es mal auf Deutsch. Und ja, dann, weiß ich nicht, du fängst halt an zu schreiben. Ich war auch in irgendeinem komischen Forum angemeldet, das es zum Glück nicht mehr gibt, damit das keiner mehr nachvollziehen kann. Und da hast du quasi die Texte, die du geschrieben hast, halt dann so zur Bewertung gestellt und Leute haben dir Tipps gegeben, wie du Sachen machst und wie du das überhaupt auf den Takt bekommst und solche Sachen. Und dann ging das auch relativ schnell, dass man gesagt hat, oh, ich nehme das mal auf. Irgendwie so Saturn gegangen, irgendein Mikrofon gekauft, keine Ahnung, einfach so 20 Euro in den PC reingesteckt und dann mal geguckt, was passiert. Und ja, dann RBA eine Zeit lang, F4 Battles oder so. Und dann habe ich schon angefangen, irgendwie hatte ich mehr Bock, irgendwie Songs zu schreiben. Also Songs. Ich habe halt das Gleiche gemacht, was du in der RBA machst, nur halt ohne Gegner. Und mit mehr Zeit. So.
Und dann habe ich die Crew kennengelernt und dann wurde es immer größer. War irgendwie auch damals sehr, sehr lustig, weil du, weiß ich nicht, du hattest halt so ein paar Leute einen Jahrgang über dir gehabt, die so einen relativ beschissenen Ruf hatten. Und dann ist so ein Kumpel von mir zu denen hingegangen, ey, mein Freund rappt auch. War halt so. MK, kannst du das bitte deklarieren als Werbung? Hashtag Werbung? Ja, danke. Und war halt so, oh nee, ne? Und dann, die natürlich so noch nie was von mir gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kannte die nur so vom Hören sagen und davon, dass sie halt irgendwie so Geburtstagspartys gerne mal so uneingeladen aufgetaucht sind und Geschenke geklaut haben und solche Sachen. Und dann bin ich halt dahin gefahren und dann, ja, lass mal was aufnehmen. Und dann war so, der dicke kleine Junge ist ganz gut. So, der kann öfter kommen. Und dann fing das halt so an. Da hat man sich irgendwie so angefreundet, ist regelmäßig hingefahren, weil der Christoph wohnte auch bei mir in der Nähe, tatsächlich, das war nicht so weit weg. Dann bin ich irgendwann dann zum Aufnehmen halt immer dahin gefahren. Das ist immer lustig, dann standen wir oben in seinem Kinderzimmer. Ich habe irgendwas mit Ficken ins Mikrofon geschrien und unten stand seine Mama in der Küche und hat Lasagne für uns gemacht. Das war super. Schöne Zeit. So. Ich war da sehr entspannt. Also es war sehr nett, dass die uns da haben aufnehmen lassen. Also schön sonntags irgendwie. Schön. Ja, Oma kommt gleich zu Besuch. Ja, komm, dann haben wir noch eine Stunde. Bude zusammengeschrien. Es war geil. Und dann wird es halt immer größer. Also Internet macht halt die Türen auf. Dann konntest du hier mal irgendwo, hat jemand gefragt von wegen, ja, wollt ihr nicht irgendwas? Das war tatsächlich, das ist total komisch, aber es war ein Türöffner. Wir haben für so eine Berliner Rap-Crew, die es auch immer noch gibt, die haben Sauf-Rap gemacht. So ganz, ganz assigen, atzigen Sauf-Rap. Der Typ, auch Germanistikstudent, natürlich, so, ja. Kein Spaß, aber fertig gestudiert, Lehrer. Und die haben irgendwann mal Zeug von uns gehört und mal so, ey, wollt ihr was machen? Wir machen ein Album. Sie haben halt schon mehrere CDs rausgebracht. Und, so. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, machen wir was. Und die waren so ganz lustig. Und dann hat uns der Kranz, der war Veranstalter der Mile of Style, hat halt diese CD gehört und hat uns auf dieser CD quasi gehört und hat dann bei uns angefragt von wegen, ja, ey, wir machen jetzt hier in Ostfriesland ein Festival, wollt ihr kommen? So, das ganz klein war das noch. Also es waren so ein paar coolere Namen waren da, irgendwie Pimposiv und die Anfänge von Trailer Park. Also Trailer Park ist da an diesem Abend entstanden, lustigerweise auch. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass Christoph unser Hotel abgesagt hat. Kranz rief halt nämlich an, so, ja, hier Hotel und er so, Hotel brauchen wir nicht. Hättest du uns mal gefragt? Wir haben halt irgendwie so mit 8 Leuten in so einem Haus geschlafen, irgendwie so uns zu viert auf so eine Couch gequetscht, weil der feine Herr kein Hotel wollte. Wir haben ja auch sowieso schon keine Gage bekommen und nichts, sondern nur so Spritgeld und irgendwie freitrinken, aber nee. Exposure. Wir können auch am Boden schlafen. Nee, aber war cool, weil es halt auch, dann hat man da Leute kennengelernt, dann kamen die nächsten Sachen und dann hat sich das halt immer so gesteigert. Wir haben auch Sachen gehabt mit, wir sind irgendwo hingefahren nach Hessen. Unser Schlafplatz wurde, als wir da waren, kurzzeitig gecancelt. Und dann haben wir halt irgendwie im Auto gepennt und sind am nächsten Tag dann zurückgefahren und solche Sachen. Das ist, wir haben eine Menge mitgemacht auch vorher schon. Aber es war lustig. Also musst es halt auch machen. Also jeder, der irgendwie irgendwann mal ein großes Festival gespielt hat, hat auch so eine Scheiße gemacht. Im Van schlafen. Wir haben in Polo gepennt mit 5 Leuten. Bin irgendwann aufgewacht und wir standen irgendwo bei Würzburg und ich wusste nicht, wie wir da hingekommen sind. Also schläfst ein, wachst auf, guckst du bis an der Raststätte und dein Fahrer läuft ums Auto, um aufzuwachen. Geil. Lohnt sich aber. Super. Ja. Das habe ich immer beneidet an der Hip-Hop-Community, mit der ich nie wirklich was zu tun hatte, weil ich habe gerade gelacht, dass du Limp Bizkit Forum gesagt hast. Dabei kann ich trotzdem bis heute den Text von Breakstuff auswendig. Also, ne? Significant Other hatte ich damals als Original und da standen alle Texte drin. Ich kann glücklich alles bis auf Results May Worry. Das kenne ich. Auswendig. Ach so, das doch. Das grüne Album, wo Wes Borland nicht dabei war. Ja. Ja, ohne Wes Borland gibt es auch keinen Biscuit. Aber das habe ich genau immer beneidet an der Hip-Hop-Community, dass das so interchangeable war. Also, jeder musste nur rappen können. So. Und dann brauchte man halt immer mal irgendwo da so einen DJ, der halt für die Musik zuständig war. Ich meine, ich vereinfache das jetzt gerade mal. Aber so gesehen hast du halt nicht in einer Rockband.
So, wenn du, oder in einer Metalband, wenn du da gespielt hast, du musstest halt perfekt aufeinander eingespielt sein und jeder musste halt wissen, was er halt zockt in dem Moment, weil halt alles musikalisch in dem Moment war. Rappen, ja, wenn einer freestylen konnte, konntest du ihm Beat drunter legen und dann ging's los halt. Und dann gab's ein Battle zwischen Leuten oder die konnten dann ihre Texte dann halt, die sie vorher hatten, raushauen. Es ist halt wesentlich leichter auch in der Produktion, ne? Also, ja. Man muss immer sagen, dass Hip-Hop-Produzenten nicht genug gewürdigt werden für das, was sie machen. Es gibt jemanden, der heißt Rook, der setzt sich sehr dafür ein und macht das auch immer sehr öffentlich und scheißt Leute halt auch öffentlich an, wenn die ihn nicht bezahlen wollen. Weil 50% des kreativen Outputs kommt vom Produzenten. Auch wenn du dich zwar nur hinsetzt und du sagst, ich möchte darauf rappen, ist es trotzdem immer noch so, da hat jemand vorher Musik gemacht und du nutzt diese Musik dann, um das zu vervollständigen. Und das wird halt von vielen Leuten halt nicht gewürdigt. Nicht so gewürdigt, wie man es würdigen müsste. Vor allem jeder, der irgendwie mal, du hast es ja jetzt gerade mitgemacht, du hast jetzt mal ein Beat gebaut. So, das ist nicht so leicht. Auch wenn man nur irgendwie ein Sample loopt oder so, ist es nicht so einfach, sich dahin zu setzen und sagen, ich baue mal ein Beat. Ja. Da steckt wesentlich mehr drin. Und wenn du jemanden hast, der irgendwie ein super Beispiel ist, wie viel Künstler in einem Produzenten drin steckt, ist bizarr. Der zeitgleich der Frontmann von SDP ist. SDP ist, ist glaube ich mittlerweile auch bekannter. Bizarr selber hat Bushido produziert, hat Sido produziert, hat Ich und Ich produziert, hat den Soundtrack von Fuck You Goethe 3 gemacht, hat, wie heißt noch dieser Chanson-Sänger, der so 30er Jahre. Es wird immer schlimmer. Max Rabe. Er hat Max Rabe produziert. Nicht besser. Der hat alles mögliche. Am Anfang dachte ich, cooler Typ, und es wird einfach stetig schlimmer, was du so aufgezählt hast. Er hat SDP auch produziert, ne? Also, ja. Ne, das ist halt so, das haben die als Kinder gemacht, so als Jux. Ja. Und die machen einfach, also er kann jedes Instrument, das du dir vorstellen kannst, kann dieser Mann spielen. Ja. Die machen so Sachen wie, die stehen auf der Bühne und die lassen ein Klavier vom Himmel kommen. Und so, deswegen SDP ist für die ja Jux. So, da fließt voll viel Kohle in die Produktion rein. Die verdienen gar nicht so viel, weil die einfach zu jedem Song in Gimmick haben und mit irgendeiner T-Shirt-Kanone irgendwo reinballern oder so. Und die lassen in einem Song einfach ein Klavier von der Decke kommen und er spielt Klavier. In einem anderen Song geht er ins Publikum, spielt Gitarre. Und so sitzt er halt auch im Studio. Der kann jedes Instrument spielen. Dieses Verständnis für Musik musst du erstmal haben. Und Leute wissen es nicht zu würdigen, weil die sagen, ich nehme den Beat. Die sind völlig entrückt von der Arbeit, die dahinter steckt. Deswegen ist es immer gut, wenn Leute irgendwie aus dem Genre kommen und dann einfach mal lernen, selber zu produzieren, weil die dann halt auch merken, was für ein Klasserfuck das ist am Ende des Tages. So ein bisschen wie Helge Schneider. Ja. Den jeder für Katzenklo kennt, aber keiner weiß, dass er irgendwie 200.000 Instrumente spielen kann und ein Genie am Klavier ist. Und an der Gitarre. Durch. So. Geige. Also ja. Das ist so. Das wird dann gerne vergessen, weil die stehen halt nicht vorne. Das hast du ja bei Bands häufig auch, dass du hast halt den Frontmann und vergisst gerne, was dahinter passiert. So, selbst Queen hat Probleme damit, wo jeder, der einen Song geschrieben hat, seinen eigenen Song gesungen hat, jeder von denen war einfach ist, alle leben ja noch bis auf Freddie Mercury, ist ein genialer Musiker. Ja. Und man erinnert sich am ehesten an ihn, weil er war so der, den man irgendwann in den Medien als Frontmann halt gesehen hat, weil er kein Instrument auf der Bühne gespielt hat oder nur seltener und meistens gesungen hat, während die anderen halt ihre Instrumente gespielt haben. Aber so ist es dann halt irgendwann, das hast du halt bei Hip-Hop ganz krass, weil du siehst halt nur den Rapper und du siehst aber nicht den Typen, der im Studio sitzt und das halt so klingen lässt. Das ist, du meinst den Copy-Paste-Mann, wie im Chat? Copy-Paste-Mann? Wer hat das geschrieben? Wird hier komponieren und echte Musik mit Copy-Paste-Karaoke verglichen? Gut, dass du weißt, wie im Studio Musik gemacht wird. Gut, dass du weißt, dass jede Musik mittlerweile so entsteht. Und das ist deine Metal-Band, die da sitzt und den Riff 20 Mal einspielt und der Produzent entscheidet, die Version gefällt mir am besten und das dann einsetzt zu Hip-Hop, zu Elektro, zu allem. Es wird alles so gemacht mittlerweile. Man nimmt das Beste aus allem. Deswegen klingt auch alles gleich. Das hat nichts mit echter Musik zu tun. Das ist einfach die Art und Weise, wie gearbeitet wird in dem Studio. Aber danke für deinen Beitrag. Ich habe das mal bei Ranzratte gesehen. Also Ranzratte hat unser Jingle ja gebaut. Mhm. Und das war ja dezent abgefahren.
Also da, daran, also da war nichts mit Copy-Paste wirklich. Das war richtig krass, wie viel man da schrauben kann und dass das dann passt und hier noch ein Effekt und da Wahnsinn. Also ich fand das sehr krass und das war nur so ein 10-Sekunden-Ding. Abgefahren. Automatismen in so Elektromusik sind halt teilweise einfach auch Wissenschaften für sich. So, mein Bruder macht Minimal Deep House Kram. Wenn der sein Cubase aufmacht und ich gucke mir halt an, der hat 8 Instrumente oder so. Das Setup sieht nicht sehr komplex aus, aber die Effektarbeit, du siehst dann halt, du hast die Effektspur, die unter der Audiospur liegt und dann wie dann halt die Effekte reinfaden und wann kommt was und wie wird was verzerrt und das ist so kleinteilige Arbeit, die aber in diesem Genre halt krass als Kunst verstanden wird. Wie baut sich das auf? Wie greifen die Elemente ineinander? Wie klingt es dann? Das ist einfach, Musik ist ja, wir klingen Sachen und die müssen nicht immer komplex sein oder komplex gemacht sein, damit es irgendwie geil klingt am Ende. Das ist immer so der Irrglaube. Da muss aber jemand stehen, der muss irgendwie 6 Akkorde auf der Gitarre spielen können und 800 Oktaven singen, sonst ist das keine Musik. Das ist halt auch, das ist nicht mehr so. Doch. Doch, so ist es. Beim Autofahren braucht man auch diese ganzen elektrischen Hilfen, ja. Nicht? Nein! Alles raus, ich laufe zu Fuß, werd Feuerstein. Solche Menschen gibt es immer. Und das ist ja auch okay so. Aber die gibt es übrigens überall, möchte ich. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wo wir über eben dieses elitäre Denken geredet haben. Ich bin aus Zufall letztens auf ein Video von Sascha featuring Jan Diney gekommen auf YouTube. Ich hatte vergessen, dass dieses Lied jemals existiert hat. War auf irgendeiner Bravo-Hits drauf und wenn man sich die YouTube-Kommentare darunter durchliest, steht da exakt das gleiche wie in jeder elitären Kacke, die man überall anders liest. So. Damals war das noch echte Musik in den 90ern, das war auf der Bravo-Hits 13 drauf. So. Ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich ernst gemeint ist, aber das gibt's halt in jedem Mumpitz und das war halt wirklich so. Das ist 50 Jahre tot schon, dieser Gedanke, das ist Minimum 50 Jahre her. Also so die letzten, von denen ich weiß, dass sie wirklich zusammen im Studio standen, zusammen Musik gemacht haben und das aufgezeichnet, das waren die fucking Beatles. Ja. Seitdem du aufnehmen kannst, seitdem du Tonbandgeräte hast und so, geht jemand hin, nimmt sein Instrument auf, jemand schneidet das zurecht, dann kommt der Nächste, nimmt sein Instrument auf, es wird darunter geschnitten, es wird alles wird baukastenmäßig dann irgendwann zusammengesetzt. Aber du hast halt, Leute verspielen sich, du willst es so gut haben wie möglich. Es gibt auch Leute, die sagen, ey, ich gehe ins Studio, ich spiele meine 3 Minuten runter und dann wird es halt genommen. Das gibt es genauso, aber es ist nicht mehr die Regel, weil du hast halt Produzenten, du hast Audiotechniker, du hast die Leute, die Instrumente spielen, du hast auch einfach Leute, fucking Metallica hat ein Album gemacht, da war der Bassist, der dann kam, ich glaube, das war Sam Enger, oder? Der hat nicht einen fucking Bass darauf selber gespielt. Das war aus dem Studio und der kam dann dazu und war für die Live-Tour verantwortlich. Du hast es voll häufig, dass im Studio sogar andere Musiker sitzen, als die Leute, die es dann hinterher spielen. Aber weil der Produzent weiß, wie es klingen muss. Weil spielen, am Ende, so viele Töne haben wir nicht. So viele Töne kannst du nicht spielen. So, irgendwann, wenn du jemanden hast, der Musik kann, der spielt dann halt die komplette Tonleiter runter. So, du sagst ihm dann Drop D und der Drop D, so ist okay. Funktioniert. Aber was halt da drumherum passiert, das vergessen halt Leute, wie du Sachen klingen lassen kannst. Und das ist Metallica auch ein gutes Beispiel, die ordentlich Scheiße gebaut haben mit ich glaube Death Magnetic oder so. Das war halt ein Wendepunkt. Es gab diesen Loudness War. Alles so krass komprimieren, bis jeder wollte der Lauteste sein, so wie in der Werbung. Je lauter, desto besser kommst du durch und sowas. Und die haben halt ein Album gemacht, das klippt. Ja. Du kannst nicht hören, es klippt. Das war ohne Ende. Das ist halt einfach, die haben es kaputt gemischt. Du kannst es nicht mehr anhören. Es ist einfach, wenn du das irgendwo in Audio-Editor ziehst, ist es ein Block. Es ist einfach, es hat gar keine Dynamik mehr. So, und das seitdem fährt es ja so langsam wieder zurück. Aber warum tituliert man das denn als echte Musik? Das ist doch weiß völlig nicht. Bescheuert. Es das ist total doch Musik bescheuert. Ist doch auch im Wandel. Musik ist vor allem einfach subjektiv. Also es gibt Musik, die man mag und es gibt Musik, die man nicht mag. Es gibt vielleicht auch Musik, die in gewissen Bereichen halt einfach besser gemacht ist als andere. Klar gibt es Leute, die besser rappen, es gibt Leute, die spielen besser Gitarre, es gibt Leute, die spielen besser Schlagzeug. Leute haben ihren Stil. Du hörst jetzt auch bei Slipknot raus, dass Joey Jordison nicht mehr das Schlagzeug spielt, weil es einfach so, es hat einen anderen Vibe. So, Leute haben immer noch so ihre Handschrift, aber es ist am Ende ist es ja so,
das ist nicht das Ausschlaggebende. So, du fucking Sportfreunde Stiller! Die gehen auf Stadion-Tour. Der Typ kann nicht mal singen. So. Aber das was? Ist. Ja, der kann nicht singen. Der kann nicht singen. Der kann nicht singen. Der, kann der nicht Sänger singen. Von Sportfreunde Stiller kann nicht singen. Der trifft singt schief auf Album. Man könnte den mit Autotune zurechtrücken, aber das kriegst du live dann nicht mehr in dem Ausmaß hin. Metallica nutzt Autotune auf S&M. Live-Konzert, das nachbearbeitet wurde, wo du, wenn du es heute hörst, genau hörst, wo einfach schiefe Töne ausgeglichen worden sind, weil er zu der Zeit einfach nicht singen konnte, weil dann alkoholisiertes Stück Dreck war, das einfach nichts mehr konnte. Autotune wird auch übrigens seit über 20 Jahren schon in der Musik genutzt. Genau. Das ist auch kein Ding, das jetzt gekommen ist in den letzten 10 Jahren, sondern es ist halt, du hörst Alben aus den 90ern, frühe 90er, meinst du, die haben nicht irgendwie ein Autotune-Effektgerät drüber gelegt, damit du die schiefen Töne, natürlich haben die das gemacht. So, wie gut der Musiker ist, entscheidet sich hinterher live, wenn er auf der Bühne steht und da schafft dich abzuholen. Da entscheidet sich letztlich, wie gut ist der Musiker. Und es gibt Leute, die sind live so geil, das kommt auf Platte niemals rüber. Nie. Ich hab einen Kumpel, ich habe jetzt schon lange nicht mehr mit dem irgendwie was zu tun gehabt, Olsen. Und mit dem haben wir eine Zeit lang, so, weil wir ähnlich groß waren, haben wir viele Gigs gespielt, zeitgleich. Alter, der Typ auf der Bühne, der reißt halt alle mit, so, der reißt alles ab, der hat eine Stimme, die ist riesig, so, die musst du komprimieren, weil die sonst überall ist und weiß ich nicht was, aber diese Energie und dieses ganze Ding kommt halt auf Platte, da, oder kam die, der macht jetzt andere Musik, aber die kam damals halt nicht so rüber wie live, so, weil der halt einfach, und daran merkst du halt, wie gut jemand ist, wie gut er live ist am Ende. Beim Studio kannst du alles nachbearbeiten und letztlich ist es halt alles subjektiv, so, weil es muss dir gefallen und Leute kaufen wie doof Schlager, weil ihnen das gefällt, weil es halt irgendwie einfach ist und gute Laune macht. So, niemand sagt, beziehungsweise alle sagen, nee, ich höre das nicht, boah, Helene Fischer, furchtbar, aber die fährt eine Stadiontour, wer soll denn da sein? So, hier im Chat ist wahrscheinlich jeder Fünfte schon mal da gewesen. Ich bin da gewesen. Wieso? Ich habe gearbeitet. Und jeder Fünfte hört echte Musik. Weil aber die Leute. Nur der reale Shit ist real. Und wir hören alle keinen Justin Bieber. Und Justin Bieber macht auch keine reale Musik. Ey. Das Ding ist aber auch. Hast du Ahnung, von was die reden, Dizzy? Ich? Ja. Ich verstehe, was sie meinen, ja. Okay, aber hast du Ahnung von Musik? Ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Musik. Ich höre Musik, aber ich habe keine Ahnung, ob da irgendeiner singen kann oder nicht. So, ja, hört sich gut an und nee, hört sich nicht gut an. Also von Musik, das ist jetzt wirklich, ich kenne keine Tonleiter. Ich kann keinen Ton halten. Ich bin sowas von unmusikalisch selber. Aber das hat doch auch nichts damit zu tun, ob du Ahnung von Musik hast. Das ist ja auch egal, tatsächlich. Auch deswegen ist ja auch dieses elitäre Denken egal. Ja, das, weil letztlich das meine ich ist es was eben so. Für mich ist es, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht? Ja. Das ist am Ende das Ausschlaggebende. Da kann die Musik so gut gemacht sein, wie sie will, wenn es dir nicht gefällt, weil irgendwelche bestimmten Töne. Es gibt dieses schöne Video, das wurde auch vorhin im Chat einmal angesprochen, wie die. Kann ich kurz mal unterbrechen? Ey, Bagger, ja. Pass auf, wenn du deine Hinterhofbands alle noch ordentlich spielen, ohne es im Studio zusammenzuschneiden, okay, coolio, okay? Aber wenn du ständig rumstechen willst, okay, habe ich da keinen Bock drauf. Du hast noch nicht einmal was Sinnvolles geschrieben. Alrighty? Wenn du stänkern willst, dann stänker richtig. Und ich war 4 Tage nicht mehr da. Ich habe so einen Kamm, am liebsten würde ich dich 15 Minuten lang frisieren. Und ich habe keine Ahnung von Musik, aber das weiß ich, dass Menschen garantiert nicht mehr so arbeiten wie früher. Alright? Evolution. Normal, just think. Thank you. Tschüss. Uff. Roasted. Mann, ey. Wie scheiß Autofahrer, ey. Mann, ich brauch kein ABS, Alter. Ich fahr doch richtig wie Mann, Alter. Was gibt's hier nicht, du? Nur Queen macht reale Musik, Alter. Brrr. Also ich kann auf Tonleiter nur Mühe. Aber trotzdem heißt das. Ja, natürlich, ich habe Schule gehabt und so. Und einen Takt und? Hatte ich in der Schule auch und weiß das doch heute nicht mehr. Und Takt und so geht auch schon. Wahrscheinlich werde ich nicht so viel Ahnung. Ich nicke zu dem Beat und bewege meinen Arsch, das kann ich auch noch. Nein, dass jemand den Ton trifft und so, das kriege ich auch schon noch mit. Ich höre halt am Tag 15 Stunden Musik. Ich höre halt den ganzen Tag Musik und alles mögliche quer durch den Gemüsegarten. So Schlager, Metal, Elektro, also schon viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Ahnung habe, aber ich verstehe schon, wovon hier geredet wird, so ein bisschen.
Und jetzt kommen wir mal zu, was ist reale Musik? Klärt mich mal kurz auf. Was ist denn dieses reale, von dem dieser Herr da eben gerade gesprochen hat? Jetzt mal ohne Scheiß. Weil er wollte es uns ja nicht erklären. Kann mir das jemand mal erklären von euch? Nur elitäres Denken. Das hast du aber überall. Nee, und was denken die Elitären? Ja, aber was bedeutet dieses genau. elitäre Gedanken? Was bedeutet was das die? Jetzt? Explizit. Ja, dass halt gedacht wird, die Musik, die ich höre, das ist richtige Musik. Aber die Musik, über die ihr redet oder die ihr gut findet, das ist keine echte Musik, weil ich denke mir jetzt ein Argument aus. Einer so, macht mehr so gute allgemein? Musik wie in den 70ern. Oh. In den 70ern wurde das letzte Mal richtige Musik gemacht. Hip-Hop ist keine richtige Musik. Das heißt also, wenn, wenn vier Mann im Studio stehen und in einem Rhythmus ein Lied aufnehmen, gemeinsam, dann ist das reale Musik, oder? Das wäre ein Argument, das Leute dazu benutzen können, zu sagen, das ist echte Musik. Okay. Es ist halt ja gut, das, ist ja nur was, zum das, was die Leute sich halt ausdenken, um ihr elitäres Gedankengut in den Vordergrund zu rücken und argumentativ zu untermauern. Und sich irgendwo in der Gesellschaft als was Besseres zu fühlen im Prinzip, wenn du es runterrechnen möchtest. Die haben halt nicht viel anderes, außer halt Musik, in die sie viel Zeit investiert haben. Das ist jetzt keine Arbeit. Du sitzt da nur und hörst Musik. Ja, worauf bauschelst du dich jetzt auf? Ja, die Musik, die ich höre, ist viel besser als die Musik, die du hörst. So. Ist das ist so wie, das Land, aus dem ich komme, ist viel besser als das Land, aus dem du kommst. Das ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich, tatsächlich. Aber ich meine, wenn man jetzt mal mit ganz normalen Menschenverstand rangeht, ne? Also wirklich normal denkt, dann weiß doch jedes Kind, also ohne Hintergrundwissen, dass Menschen ins Studio gehen, zeiteffektiv A, arbeiten müssen, B, bestmögliche Performance muss dabei rauskommen und C, dass das sowieso digital läuft. So, also wer nimmt denn heutzutage noch reale Musik auf? Also jetzt wirklich ernst gemeint, das gibt's doch gar nicht mehr. Da steht doch einer mit 500 Mischpulten, also mit 500 Kanäle drauf und dann wird das zusammengeballert. Und das ist doch original das, was jeder normale Mensch mit ein bisschen Menschenverstand versteht. Da, also außer die Hinterhof-Band von Klaus, die noch Real Musik macht, die hat wahrscheinlich noch ein Mikrofon vor dem Schlagzeug stehen. If you know what I mean. Und nimmt das noch auf Kassette auf dem Kassettenrekorder. Und das ist nicht zusammengemischt, sondern mit drei Klinken zusammengeballert, dass jedes Musikinstrument dann auf Kassette läuft. Ne? Es ist auch einfach, es ist ja am Ende auch Definitionssache. Es ist ja auch Sampling im Hip-Hop selber ist halt auch eine Art Instrument und Ding für sich, Sachen auseinanderzubauen, neu zusammenzusetzen und daraus was Neues zu schaffen. Das hat ja den Ursprung, du hast irgendwo in Harlem Leute gehabt, die haben kein Geld gehabt für Musikinstrumente, die haben kein Geld gehabt, sich irgendwas zu kaufen, um ihre musikalischen Ergüsse irgendwie freizugeben. Die haben sich dann Tape-Recorder gekauft und haben dann aus Lied X das aufgenommen, aus Lied Y das aufgenommen, haben das zusammengefügt zu einem Beat und haben dann darauf Musik gemacht. So, es ist halt diese Kultur quasi entstanden. Und das ist halt, ja, das ist ja Copy-Paste. Ja, aber die Leute waren arm. Die haben das Beste gemacht aus ihren Mitteln, was geht. Das ist heute eine Kunstform. Jeder verfickte Song fast heutzutage ist ein Sample. So, wie viele Leute. Es gibt eine Seite, die heißt Who Sampled. Geh mal drauf, such mal deinen Lieblingskünstler. Du wirst irgendwas finden, was der auch gesampelt hat. Copy wie heißt die Seite? Whosampled.com. Who Sampled? Da ist die Seite, okay. Was nicht alles gibt heutzutage. Nimm zum Beispiel Led Zeppelin. Die fast alle ihre Lieder müssen sie sich bis heute dafür rechtfertigen, dass sie aus irgendwelchen Blues-Standards geklaut haben. Zum Beispiel Stairway to Heaven gibt es ein Lied, was es vorher gab, mit dem gleichen Gitarrenriff. Geklaut. Alles in der Musik ist geklaut, so gesehen. Du kannst ja auch nur du hast ja nur so viele Möglichkeiten. Und deswegen, das ist halt das, was mich an Hip-Hop immer fasziniert hat, ist, wie du halt die Sachen auseinander nimmst und daraus was Neues machst. So, dass du halt, oder ne, halt irgendwie die Essenz des ursprünglichen Musikstücks nimmst und halt veränderst, neu zusammenfügst, neu schneidest. Der Pate in deinem Fall. Wie du daraus halt was machst, was stimmungsmäßig auch was komplett anderes ist. Rechtlich ist es natürlich was anderes, aber es gab keine kommerzielle Nutzung, deswegen ist es halt dann auch wieder okay, ne? Aber
letztlich macht es ja auch einen Teil der Kultur aus, dieses Defragmentieren, neu zusammensetzen, Neues schaffen, aus Altem, recyceln, was auch immer. Klar, du kannst auch jede Scheiße neu einspielen, aber es ändert nichts an der Essenz von dem, was es ist am Ende. Ja. Also ich habe gerade nur mal nach Metallica geguckt. Das sind 146 Samples, 488 Cover und 7 Remixes. Alter, mit Metallicas Intro ist ein Sample. Das von ist Ennio einfach Ennio Morricone. So. Ich spiele der kennt sogar Helene Fischer. Oh, aber Helene Fischer ist nur ein Sample und drei Cover. Hat sich wahrscheinlich keiner die Arbeit machen wollen, das nachzuchecken. Ey! Warum schießt du jetzt auf Helene? Aber selbst da muss man ja einfach sagen, die Frau kann halt singen. So, die steht ja auch nicht da, weil die nichts kann. So, man kann die Musik kacke finden, aber die singt halt trotzdem gut. Wollte ich gerade sagen. So, da habe ich also, letztens auch schon wieder bei YouTube mich mal durchgeklickert. Da kam auch schon wieder, sie kann gar nicht singen. Das ist halt aber das ist auch wieder elitäres Ding. Die kann nicht singen, die macht Schlager. Ja, okay, Musikrichtung ist vielleicht kacke. Muss man nicht mögen. Aber dass die singen kann, kann man nicht bestreiten. Muss ich mal gucken hier. Bei meinen Kinderhelden. Uff. Aber das geht ja noch. Limp Bizkit hat nicht ganz so viel. Die ersten Aufnahmen der Beatles waren auch alles Coversongs. Holy shit, in den Alter. 50ern halt komplett normal war, einen Künstler erstmal den Leuten vorzustellen, indem man halt sie was spielen gelassen hat, was jeder kennt. Und erst dann kamen die Eigenproduktionen. Heutzutage ist das verboten. So dürftest du heute gar nicht mehr reinkommen. Aber es gab auch damals schon, ich war in Memphis letztes Jahr und wir waren in den Sun Studios. Das ist, da wurde Elvis quasi entdeckt. Und da gibt es eine lustige Anekdote, die da dieser Fremdenführer da erzählt hat, von wegen, die haben ein, es war üblich im Blues damals, dass die sich Antwort-Songs geschrieben haben, so wie Diss-Tracks. Mhm. Und die haben halt, also es hat jemand einen Song gemacht und jemand anderes hat einen ähnlichen Song gemacht, der als Antwort dafür, der als Antwort gedacht war. Und die hatten das Problem, dass die den Urheber des ursprünglichen Songs nicht davon informiert haben und wurden halt angezeigt und richtig hart verklagt. Und dieses Studio konnte sich nur retten, weil sie irgendwann Elvis entdeckt haben, durch Zufall. Also die haben halt irgendwie in den 50ern $20,000 Schulden gehabt oder so. Die wussten halt nicht mehr, was sie machen sollen. Aber halt, weil das aber eigentlich üblich war. So, man hat sich ja nur Bescheid gesagt, von wegen so, hey, mein nächstes Lied ist eine Antwort auf dein Lied. So, und die haben dann dieses Lied genommen, haben gedacht, ich model das so um und mache es so, wie ich es machen würde und bringe es halt als Antwort raus. Das ist auch Musik entstanden. Du lässt dich ja eh immer bei allen kreativen Sachen, die du machst, ist irgendwo unbewusst ein Einfluss von außen mit drin. So entsteht es ja nur. Du siehst was, du hörst was, du riechst was, du isst was, keine Ahnung. Irgendwas beeinflusst dann das Gefühl, mit dem du dann da rangehst. Schöne YouTube-Videoreihe übrigens. Everything is a Remix. Kann ich empfehlen zu dem Thema. Es gibt für Leute, die sich für Hip-Hop-Produktionen interessieren, gibt es eine schöne Reihe von Mass Appeal, die heißt Rhythm Roulette. Da sitzen bekannte amerikanische Produzenten, die gehen in einen Plattenladen, die kriegen die Augen verbunden, die ziehen sich drei Vinyls raus und müssen aus diesen drei Vinyls einen Beat bauen an einem Tag. Und da passieren die irresten Sachen. Das ist großartig. Auch so große Produzenten wie Just Blaze war da, der hat das auch in so einem Workshop gemacht, wie wirklich so vor mit Publikum im Hintergrund sitzt und nur irgendwie er, sein Laptop und ein Keyboard, wie er dann halt daraus ein komplett neues Instrumental baut. Und Leute, die auch irgendwie LP ist einer meiner Helden, der sitzt da und hat einen kaputten Sampler und die Vinyl springt. Und du hast so Aussetzer, die hat er halt eingebaut in den Beat selber. So diese Aussetzer der kaputten Vinyl. Das Ding halt aussah wie eine 8. Das ist großartig. Also für jeden, der irgendwie sehen will, wie viel Kreativität dahinter stecken kann, der sollte mal irgendwie Rhythm Roulette gucken. Oder sich diesen Werbefilm von Tour angucken, wie er einen Beat baut, der nur aus Sounds besteht, die eine Wodkaflasche erzeugt. Er hat alles. Wo kann ich das gucken? Auf YouTube. Also Rhythm Roulette ist bei Mass Appeal auf dem Channel. Mass Appeal ist das Label von Nas. Und das andere muss er halt irgendwie Tour Wodka googeln. Dann kommt das Video, wie er halt wirklich so, weiß ich nicht, unten so ein Geschirrtuch drum wickelt und dann auf den Tisch haut und das aufnimmt als Bassdrum. Mit einer Münze dran rumreibt für einen Shaker und weiß nicht was, baut dann halt nur aus diesen Sounds dann halt ein Instrumental, das ist ziemlich geil ist auch. Zum Thema Samplen fällt mir ein, von Prodigy, Smack My Bitch Up, gibt es ein sehr schönes Video, wie jemand das
Stück nachbaut, wie das gemacht worden ist, das besteht zu 100% aus Samplen. Da ist zwischendrin Rage Against the Machine mit drin und so. Hört man überhaupt nicht raus. Aber das ist halt, das klingt halt wie ein Elektrosong. Also ich meine, es ist ein Elektrosong, aber das ist halt wirklich aus alten Blues-Sachen und den allerersten Rap-Geschichten rausgenommen, gesampelt, zusammengeworfen und es klingt halt komplett anders. Aber das ist ja auch keine reale Musik, ne? Ja, ist Queen zum Beispiel. 484 Samples, 596 Cover und 22 Remixes. Das, meine Damen und Herren, das ist reale Musik. Alright? An Anskinner, die Wodkaflasche wird im Verlauf des Videos geleert. Okay, das wollte ich noch loswerden. Okay, das scheint hier sehr interessant zu sein mit Rhythm Roulette. Es ist, diese Sample-Seite ist auch, es gibt so ein paar Drum-Loops, die du immer wieder findest, die überall immer mal wieder auftauchen. Es gibt diesen Song von Moby vom Matrix-Soundtrack, da ist ein Drumset drunter, ich weiß den Originalsong nicht mehr, aber dieses Drumset findest du halt auch in hunderten Musikstücken. Das haben die so oft verwurstet und sowas. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song heißt. Aber es gibt's halt, es gibt so ein paar Drum-Loops aus dem Funk, die halt immer wieder vorkommen, immer wieder anderes Tempo, neu zusammengeschnitten oder einfach nur drunter gesetzt, irgendwie neu abgemischt. Das ist halt auch häufig das, was du dann als Sample in irgendwelchen Rocksachen findest, was dann ist, keine Ahnung, es gibt einen Break am Anfang. Der Breakbeat muss ja irgendwo herkommen. Das ist dann halt irgendein Sample aus irgendeinem Funk, von irgendeiner Funkband oder so. Ich möchte revidieren, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Tracks sampled by Queen waren 38, Entschuldigung. Entschuldigung. Richtig, Chat. Steht halt nur oben drüber. Aber ja, Fahrrad forward. Will Smith zum Beispiel, alle seine bekanntesten Lieder sind 1:1 Lieder aus dem Funk einfach nur übernommen und mit Beat drunter gelegt. Der hat sich noch nicht mal die Arbeit gemacht, das irgendwie zu verstecken. So. Der hat einfach einen Takt aus irgendeinem Lied genommen und da halt ein Beat drüber gelegt, fertig. Und darüber hat er dann halt Wild Wild West oder Man in Black halt gerappt. Wenn der Rechteinhaber das okay findet, dann geht das ja auch. Leute, könnt ihr im Chat wieder Hashtag Werbung schreiben? Danke. Ja, die schreibst du. Das müssen wir deklarieren gerade. Weiter, Entschuldigung. Das ist schon wieder soweit. Wir müssen das zwischendurch immer machen, sorry. Ja, das ist wichtig. Wie echte Filme, hat er auch. Das Gleiche, ist immer so. Überall. Aber bei manchen Titeln hat man wirklich so das Gefühl, also ich höre nur schon relativ viel, das hat man schon mal irgendwo gehört. Es gibt auch die vier Akkorde des Zorns oder auf Doom. Also es gibt in der Popmusik gibt es so eine Akkordfolge. Da gibt es ein schönes Video auch, Axis of Awesome. Und die spielen halt 8 Minuten lang alle möglichen Pop-Hits hintereinander weg, ohne Pause, weil die einfach auf den gleichen 4 Akkorden beruhen. Die werden halt anderes Tempo, Staccato, blablabla, wenn ihr halt durchgespielt, aber es ist so die auf Nummer sicher G-Formel, die sich in der Musik durchgesetzt hat, als Akkordfolge, die jedem irgendwie in irgendeiner Form gefällt. Es gibt auch Leute, die machen einfach das gleiche Lied zweimal. Nickelback hat How You Remind Me und irgendwie, war das Photograph? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt so ein Video, wo du so beide Songs Stereo gemixt hören kannst und es ist halt einfach, der singt was anderes, aber der Song ist exakt der gleiche. Das ist großartig. Sich selbst recyceln. Es hat ja mal funktioniert, lass es gleich nochmal machen. Da beruht Dieter Bohlens komplette Karriere. Ist das so? Also Dieter Bohlen ist schon sehr selbstreferenziell, was seine Musik betrifft und hat sehr nach Schema gearbeitet. Aber es ist ja auch nicht zu verübeln. Also wenn du merkst, dass irgendwas funktioniert und gut ankommt und über Zeiten gut ankommt, dann machst du es halt. Er hat halt den Weg gefunden, wie er lange relevant bleiben kann. Wie viel er selber gemacht hat letztlich und wie viel vielleicht noch irgendwie sein Team gemacht hat, das weiß man nicht. Ist ja auch bei Dr. Dre so. Dr. Dre hat ein Produzententeam, die für ihn produzieren. Und mal ist was von ihm, mal kommt was von irgendeinem anderen, aber dann wird halt immer hingeschrieben, produziert von Dr. Dre, weil es aus seinem Produzententeam kommt. Ich weiß nicht, wie bei Bohlen das ist, wie viele Leute da letztlich involviert sind. Er hat ja auch einige Synonyme, mit denen er arbeitet. Dre muss ja auch schon 50 sein, ne? Oder? Dre? Ja, ich denke, der ist so auf dem Weg dahin, Mitte 40. Ja, so Mitte wie 40. Snoop, oder? Ja. Gilt übrigens das ganze Sample nicht nur für Musik, ne?
Also wird halt überall gemacht. So wie zum Beispiel bei Red Dead Redemption, wo wir vorhin drüber geredet haben, wo halt Filme, alte Western oder neue Western, gesampelt werden und eben in ein Videospiel gebracht werden. Dann nennt man es halt das realeste Game of the Year. Dann ist es eine popkulturelle Referenz. Genau. Dann geht es dann. Dann ist es nicht geklaut. Wird zwar die Szene 1:1 nochmal dargestellt als Fanservice, aber es ist dann ist eine Referenz. Dass Vice City eigentlich Scarface war, bis zu einem bestimmten Punkt, eine popkulturelle Referenz. Ja gut, aber sie machen es halt gut. Ne? Man gut, merkt halt, dass es eine Referenz ist und nicht eben einfach nur abgekupfert. Ja. Wo wir jetzt gerade davon reden, habt ihr mitbekommen, dass Fortnite Game of the Year geworden ist vor Red Dead? Und sich Leute darüber sehr echauffieren? Elitäres Denken. Siehst du? So schließt sich der Kreis. Nee, jetzt aber mal ohne Scheiß, ne? Ich finde das sehr gerechtfertigt. Es hat ja mehr Leute angesprochen. Also so, wenn du danach gehst, wie viele Leute spielen ein Spiel und wie viele Leute finden das Spiel gut und setzt das in Relation, dann gewinnt Fortnite ganz klar. Ich habe bei Red Dead auch eher das Gefühl gehabt, dass mehr Leute als noch beim ersten Teil sehr kritisch waren und sehr viele Sachen sehr negativ gesehen haben und halt angefangen, aber es dann halt beendet haben zwischendurch, weil die gesagt haben, oh, nee, mit zu langsam, Steuerungsscheiße, weiß ich nicht. Also so Preise gehen ja nach Relevanz und dann ist Fortnite dann einfach größer. Ich habe ein schönes Bild gesehen, weil jetzt alle Publisher von der E3 absagen irgendwie und dann gab es ein schönes Bild, E3, Saalplan, Fortnite, Hot Dogs, Burger, Toiletten, Cosplay Village. Ja, was heißt alle? PlayStation hat jetzt abgesagt, ne? Hm. Was heißt denn abgesagt? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Die sind nicht auf der E3 mit einer eigenen Messe und wahrscheinlich auch nicht mit einem Stand. Nicht mal einen Stand. Also die stellen nicht mal ihre Spiele vor. Weil ich dachte, dass sie abgesagt haben, heißt einfach, dass sie keine Show haben. So die sind nicht vor Ort, so wie ich das mitbekommen habe. Sie waren ja auch nicht auf der, also sie haben ja auch irgendwas auf der Gamescom abgesagt, glaube ich. Ne? Die waren ja auch reduzierter. Die PSX findet auch nicht statt in 2019, soweit ich weiß. Ist es so? Glaube. Ich hätte jetzt gedacht, dass dadurch, dass sie ihr eigenes Event haben, dass sie dann sagen, naja, warum sollen wir auf die E3 gehen? Wir haben unser eigenes Event, wir machen da unsere Ankündigung und dann brauchen wir das nicht. So wie Blizzard ja auch nicht irgendwie wirklich auf der E3 ist, weil die BlizzCon haben und weiß ich nicht, was sonst noch. Kann natürlich auch sein, dass die einfach sagen, naja, wir haben nichts zu zeigen. Ja. Das wäre krass. Es kommt nichts Großes. So, es kommt jetzt noch. Warum sollen wir nochmal The Last of Us zeigen? Das haben wir jetzt einmal gezeigt. Warum sollen wir nochmal Days Gone zeigen? Das haben wir jetzt viermal gezeigt. Das sind jetzt die größten Titel, die kommen. Und vielleicht kommt im nächsten Jahr halt was Dickeres. Und die kommen dann halt mit einer großen Veröffentlichung dann um die Ecke. Death Stranding müssen die auch nicht nochmal zeigen. So, das haben sie jetzt auch 4 Jahre gemacht oder so. Das ist so, man war jetzt lange im Boot. Und ich finde es eigentlich nicht unvernünftig, dass sie dann sagen so, hey, Warum sollen wir irgendwas Enttäuschendes abliefern oder unseren Qualitätsstandard? Die Messlatte bei PlayStation ist extrem hoch. Warum sollen die es dann machen, so, wenn sie nichts Neues haben? Du bist gemutet, Sally. Das ist ja toll. Das finde ich richtig so, weil ich muss zugeben, letztes Jahr war die, also ich warte immer auf die E3. Für mich ist die E3 und besonders Sony, das ist mein Ankündigungsevent im Jahr. Da freue ich mich am meisten drauf. Und ich war letztes Jahr so ein bisschen... Weiß nicht, von Sonys war so ein bisschen vielleicht habe ich mir mehr versprochen und wenn sie da jetzt gerade am Arbeiten sind oder so, finde ich das ganz vernünftig, wenn sie sagen so, nö, zeigen wir euch nicht nochmal das gleiche, was ihr alle schon kennt. Dafür kommen wir dann das Jahr drauf mit ganz neuen, riesigen Dingen. Das ja auch nicht heißt, dass irgendwelche an Sony angelehnte Publisher nicht vor Ort sind oder Studios und nicht irgendwas zeigen. Das ist einfach nur, Sony selber ist nicht da. Ich habe ein Statement. Nö. Doch, ich finde schon, dass das ein Schutzstatement. Wieso? Nintendo macht das doch auch so. Es ist einfach ein Statement, dass der gerade mit der PlayStation immer noch die krassesten Dinger rausballert, nicht dahin kommt. Das ist ein Statement. Also ich sag mal, du kannst da ja Ubisoft, Xbox, also bei der E3 war das krasseste eigentlich immer Sony. Auch wenn, also die letzte PR-Aktion war ja beschissen, aber das Portfolio, was da auftaucht, ist halt immer das krasseste. Und das ist ein Statement.
Vielleicht ist es auch ein Statement dahin, dass sie die E3 nicht mehr als würdig genug erachten. Das habe ich nämlich auch überlegt, weil das ja jetzt nicht mehr nur Fachbesucher sind, sondern weil da jetzt eher auch normale Leute reinkommen. Ja. Vielleicht, das habe ich auch schon überlegt. Das ist mir auch schon in Sinn gekommen. Du hast ja das, ein ähnliches Problem ja schon auf der Gamescom, weil die Gamescom immer häufiger oder immer mehr als eine fast rein deutsche Messe und nicht mehr so als die europäische Messe gesehen wird. Du hast halt nur irgendwie deutsche Influencer da und hauptsächlich deutsche Medien und sowas und dann sagen halt irgendwie Publisher oder so, naja, wir haben halt unseren Marketingpool für Territorium und dann ist es halt für die Gamescom nicht drin, weil dann ist es zu teuer, wenn wir nur deutsche Werbung machen und halt nicht mehr europaweit. Vielleicht muss ich das auch erstmal wieder gesund schrumpfen, ich weiß es nicht. Also Gamescom ist ja jetzt sowieso eigentlich eher so das Hands-on, was du auf der E3 dann gesehen hast oder halt nochmal im Detail oder Sachen, die kurz darauf rauskommen. Ja. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach das Statement, dass sie sagen so, naja, E3 war nicht mehr so ergiebig für uns, wenn wir das selber machen können. Du bist ja auch nicht mehr davon abhängig, dass irgendjemand das für dich überträgt. Game Trailers ist seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren tot und IGN brauchst du auch nicht mehr. Du kannst einfach einen Twitch-Stream anmachen. Offizieller Twitch-Stream, Sony-Stream, PK-Stream, Location-Stream, weiß was ich nicht was. Du kannst es überall sehen. Vielleicht sagen die dann auch, naja, wir sind davon nicht mehr abhängig und vielleicht machen wir halt lieber was Eigenes, was halt cooler ist und größer und wir müssen uns nicht irgendwie direkt mit jemandem messen und sind in direkter Konkurrenz, dass Leute sich dann eher darüber reden, welche PK war jetzt besser, als darüber reden, was haben die eigentlich gezeigt. Weil das halt häufig in den Social Media seitig geht es ja dann häufig vor allem darum, oh, Fanboy-Tum, Microsoft war dieses Jahr viel geiler, weil die haben 50 Spiele gezeigt, von denen 2 exklusiv waren, 5 zeitlich exklusiv und der Rest ist sowieso überall. Aber dann so die Argumentationsfolge. So, und vielleicht sagen wir, entweder haben wir nichts oder es ist uns nicht so wichtig. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich fast eher glaube, dass sie einfach nichts haben. Die arbeiten vielleicht einfach in der nächsten PlayStation oder so. Ja, oder sie sind wirklich, machen ihre eigene dann nebenan. Das wäre so geil. Es gab auf der Gamescom ja das Gerücht, dass sie irgendwie die Langsitz-Arena für einen Tag haben wollten und es irgendwie nicht hingekriegt haben oder halt dann kurzfristig abgesagt haben, dass sie da ihr eigenes Ding machen wollten. Sony. Also war so, ging so auf den Partys rum, aber ob es stimmt, weiß ich nicht, war so ein Gerücht. Also die haben ja generell auch dieses Jahr mit ihren Maßnahmen runtergefahren. Ich glaube auch einfach, weil die großen Titel jetzt da sind. Ja, die sie erstmal rausbringen sollten, die 4. Die Bretter. Die kommen doch fast, die kommen glaube ich alle 2019, ne? Deswegen wollen sie ja nicht mehr zeigen. Das wird ziemlich fett 2019 dann mit den 4 Butzen. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt. So, wollen wir Twitch News anschmeißen? Wir brauchen das eine Thema noch. Wir können das eine Thema auch jetzt direkt ansprechen, ohne das in die Twitch-News reinzuhauen. Ja, na denn? Weil das steht ja auch gar nicht da, eigentlich. Das steht ja auch unter Diskussionen, nicht unter Twitch-News. Oh, ja gut, dann los. Ja, bitte. Schieß ab den Adler. Musik auf Twitch. Ich meine, eigentlich könnte man 1 Minute rennen und dann wäre man fertig. Habt ihr schon Panik? Ja. Nee, hat sich ja nichts geändert. Entschuldigung, ich verstehe nicht, warum alle so... Was ist denn da los? Da kam was ganz Neues raus. Nein, das war schon immer so. Ich verstehe das. Das sind vielleicht Leute, die sich vorher nicht so informiert haben. Und jetzt auf einmal so, was? Man muss Lizenzen haben für die Musik, die man abspielt? Und ich so, ja... Ja, das ist ganz neu. Nein, das ist schon immer so. Das wurde also jetzt nur noch mal neu formuliert. Ich saß im Plankenschnack und hatte noch so einen Bart. Und wir haben darüber geredet. Über genau dieses Thema. Weil es damals aktuell war. Das ist kein Witz. Nee, nee. Das war so. 2014, ja. Glaube ich. 2014, 15. Haben wir über genau dieses Thema geredet, weil Twitch da auch irgendwas in die TOS reingesetzt hat und alle jetzt Angst hatten, dass sie gebannt werden. Und dann kam das ganze Gemute in WOTS und so nach.
und alle hatten Angst, dass sie gebannt werden, weil sie Musik im Stream hören. Es ist immer eine Grauzone gewesen, es bleibt immer eine Grauzone. Es ist eigentlich ist es nicht mal eine Grauzone, weil eigentlich ist es klar definiert, was du darfst und nicht darfst. Das Einzige, was Twitch gesagt hat, ist, ey, wenn jemand kommt und sich beschwert und du kriegst einen Bann dafür, dann heul uns bitte nicht voll, weil ist halt geltendes Gesetz. Sorry. Also so, ist halt Urheberrecht. Das ist immer gültig. So in jeder jeglicher Form. Und es macht vielleicht Sinn, sich mal irgendwie deutschlandmäßig mit der GEMA auseinanderzusetzen und zu schauen, hey, vielleicht kann ich das lizenzieren lassen, dass ich das hören kann. Das macht zwar immer noch meine VODs kaputt, aber dann bin ich auf der sicheren Seite, dann bezahle ich halt meine Gebühren und dann kann ich aber hören, was ich möchte. Das macht jedes Lokal. Ja. Ich meine, ich habe früher in der Gastronomie, jedes Lokal in Deutschland macht das. Dann gehst du zu der GEMA, da kriegst du deine Lizenz und dann kannst du die Sachen spielen. Das die ist, übrigens nicht mal so teuer ist. Und Leute. das war vor, ich bin noch nicht so alt, also vor über 15 Jahren war das halt schon, ne, wenn du irgendwie was mit Musik im öffentlich spielen wolltest, hast du dich bei der GEMA gemeldet. Ganz einfach. Dann kriegst du deine Lizenz und dann bist du sicher. Und dann gibt es da auch gar kein Problem. Du hast ja auch letztlich, was es halt zur Grauzone macht, ist ja, du bist, Twitch selber belangt dich nicht dafür. So, die sagen halt, ey, ist dein Problem. So, ne, das ist, könnte ich nicht demonetarisieren dafür. Das kommt vielleicht noch, so wie auf YouTube, wo du dann einfach, naja, du kannst halt, dann bist du halt geclaimed. Im Zweifelsfall bist du halt einfach geclaimed und der Rechteinhaber kriegt das Geld. So, das funktioniert auf Twitch nicht, weil es live ist. Und es ist auch ein bisschen schwieriger, weil du bedenken musst, keine Ahnung, es soll IRL-Streamer geben, habe ich gehört. So Leute, die draußen sind und streamen und nicht irgendwie vorm Computer sitzen. Wenn die jetzt irgendwie draußen sind und die laufen am Lokal vorbei, dann läuft Musik, dann ist natürlich, wie geht man damit um? So. Könnte man sich jetzt ankacken. Ist aber letztlich easy, wenn du einfach sagst, ich gehe zur GEMA, ich kaufe mir, keine Ahnung. Man muss ja mit denen verhandeln, wie sich das abrechnen lässt, ob du es jetzt wie, es kann sein, dass die sagen, ja, es ist wie Webradio. So, und dann bezahlst du halt deine Gebühr pro erwarteten Zuschauer, Hörer oder weiß ich nicht was und dann wahrscheinlich noch reduziert, weil es ist nicht der Kerninhalt deines Streams, sondern es ist ein Beiwerk, ein Hintergrundrauschen. Und dann ist es halt sicher. So, dann hast du halt deine Ruhe. Wenn du dich nicht damit auseinandersetzen willst, dann nutz halt lizenzfreie Musik, die du einfach nutzen darfst. Oder mach halt, was du willst, aber wundere dich nicht, falls irgendwann mal was kommen könnte. Letztlich sind viele von den Leuten, die hier streamen, nicht relevant genug, als dass hier irgendein Labeltyp kommt und sagt so, der wird jetzt aber jetzt hier, Aber wir haben gesehen, dass auch, keine Ahnung, irgendwer wurde doch auch zeitweise gebannt, weil er irgendein die im Zeit. Das war nur ein Versehen. Das, ja. Ja, bei Lyric war es ein Versehen. So, da war es ja irgendwie die UEFA oder so. Aber ich meine, es gab auch mal zwischendurch was anderes, dass irgendwer mal für einen Tag gebannt wurde. Weil das war wegen einem bestimmten Lied, glaube ich. Ja. Das war was ganz Spezielles. Da war doch auch, dass dann gesagt worden, es spielt erstmal nicht mehr die Lieder von Künstlern dieser Labels, weil die sind anscheinend unterwegs und so. Es ist halt, du musst ein bisschen selber, also du spielst halt mit dem Feuer, wenn du es machst. So, und Twitch sagt nur, wenn es gemeldet wird, hast du halt Pech. Dann können wir nichts machen. Also heul uns nicht voll. Sei klug. Was mich ehrlich gesagt wundert, ist, dass es immer noch nicht durchgegriffen wird, weil also ich habe erwartet, dass je mehr Geld auf Twitch zu verdienen ist, umso mehr Leute kommen hier zum Streamen und umso mehr wird halt irgendwann irgendein Amt darauf aufmerksam und irgendwelche DMCA-Behörden, die dann halt eben diese Strikes raushauen. Ist bis heute nicht wirklich passiert. Und weil die GEMA in Deutschland auch einfach extrem rückschrittlich ist. Und einfach gut, so, weiß ich nicht, die schreiben auch Kindergärten an, wenn die irgendwelche Lieder singen, so die sie nicht gemeldet haben. Nicht Happy Birthday sogar? Ja, es kann sein. Ja. Ich weiß nicht mehr. Es gibt so einen Fall mit irgendeinem Kinderlied, wo irgendwie eine Mahnung rausgegangen ist, dass sie das doch bitte nicht in diesem Kindergarten, dass sie sich das bitte lizenzieren lassen sollen. das ist halt auch die GEMA. Aber das wird halt kommen und es ist nicht so kompliziert, wie man macht. So, weiß ich nicht. Also es wird wahrscheinlich, also keine Ahnung, es sind ein paar Euro kosten, aber dann bist du halt rechtlich sicher. Es ist günstiger als ein Anwalt am Ende. Und günstiger als den Kanal zu verlieren. Du, so gesehen haben wir auch keine Erlaubnisse, die Videospiele zu spielen, die wir im Stream spielen. Das wird toleriert, weil das für die Spieleindustrie ist es Marketing.
die finden, dass, also dass Let's Plays stattfinden und dass es Streams gibt und so, das ist halt einfach, weil der Lizenzgeber nicht sagt, lass das. Aber es gab auch Fälle wie, du durftest das letzte Kapitel oder ab irgendeinem Kapitel von Persona nicht weiter streamen, weil ein NDA drauf liegt, damit du es nicht spoilerst und solche Sachen. Ja, das kann der Rechteinhaber halten, wie er möchte. So. Das Ding ist halt, für Musik ist der Rechteinhaber in Deutschland häufig einfach die GEMA, deswegen musst du dich mit denen auseinandersetzen. Wenn du jetzt irgendwie Rockstar hast, die dann sagen, die selber die Rechte haben, die haben keinen Rechteverwalter, sondern besitzen die Rechte selber, die können dann halt damit handhaben, wie sie wollen. Und letztlich ist es für die, ist natürlich in deren Interesse, dass möglichst viele Leute das spielen und es zeigen. Es ist halt teurer als Kino. Nicht mehr viel. Kino wird auch immer teurer. Aber das hilft der Kaufentscheidung. Wenn du jemanden siehst, der das spielt und der hat Spaß daran, dann bist du eher geneigt zu sagen, so, ich kaufe das vielleicht, weil es sieht nach Spaß aus. Und wenn die sagen, ich mag dein Gesicht nicht, dann darfst du es nicht mehr machen. Wie der Typ, der Fastlane-Pässe von Activision kopiert hat und dann nicht mehr mit Activision machen durfte, für die Zeit zumindest. Übrigens, ein offizielles Statement von der GEMA 2015, sie interessieren sich nicht für Twitch. Ich habe nämlich da schon mal nachgefragt, weil ich das ja, ich möchte ja mehr sicher sein. Die Antwort darauf war, so richtig tangieren tut uns das jetzt hier nicht. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ich denke mal, jetzt haben sie auch schon ihre Ohren ein bisschen gespitzt, weil wir sind das zweitgrößte Land auf Twitch. Ich denke mal, da wird auch noch mal was passieren. Weil das möchte ja jeder was von dem Kuchen abhaben, nicht wahr? Das Ding ist, dass die halt die auf YouTube gab es ja den Streit wegen Werbeeinnahmen, dass sie gesagt haben, du musst, also da muss ein Teil der Monetarisierung halt abfließen. Das Ding ist, dass hier erfolgt die Monetarisierung ja ein bisschen anders. Das ist ja jeder, das ist ja, im Prinzip muss man das ja hier wie so Webradios, so wie so Piratensender, keine Ahnung, halt so ein bisschen handhaben. Das ist ja nicht, ich lade ein Musikvideo hoch von irgendjemandem und dann kriegt der Typ, der das Musikvideo hochgeladen hat, kein Geld dafür, sondern wir nutzen das halt als Element in der Sendung. Und vielleicht kommt die GEMA irgendwann darauf und denkt sich, aber jetzt muss ja erstmal die ganze Lizenzgeschichte nochmal reformiert werden. Das dauert ja wahrscheinlich auch noch bis 2020, bis da irgendwas was steht, dass man sagen kann, oh, ich darf jetzt streamen, ganz offiziell und muss nicht mehr Angst haben, Post zu bekommen. Das, was Depp vom Dienst gerade schreibt, doch, das ist heute immer noch so. Da musst du nur die richtigen Künstler finden. Also es gibt ja bei Bandcamp zum Beispiel, gibt es ganz viele, die ja diese Synthwave-Musikrichtung machen. Und die sagen auch explizit, ey, kaufst du mein Album? Ist alles cool, lass das laufen. Du musst halt letztlich immer fragen. Also genau. Am Ende kommt es halt darauf an, ob der Typ das cool findet, dass du das machst oder nicht. Das heißt, es ist Werbung für die Spielefirmen. Das heißt aber nicht, dass der Musiker Bock hat, dass du Werbung für ihn machst. So, genau. Er hat halt das Recht zu sagen, nein. Und so hat halt auch, ey, wenn du dich mit jemandem, wenn du Streamer bist und du überwirfst dich mit jemandem bei irgendeinem Publisher, dann kann der auch sagen, ey, wir wollen nicht mehr, dass du unsere Spiele spielst. Öffentlich. So, und dann bist du halt raus. Dann kannst du auf Twitch sein und Activision sagt, ey, du spielst kein Call of Duty, dann wirst du das nicht spielen. So, dann, die bannen dich dann halt einfach. Die sagen dann, ey, wir räumen ihm nicht die Rechte dafür ein. Das ist ja wie bei Nintendo. Ja. Da machst du halt nichts. So, bist du halt raus. Und das ist halt bei Musik genau das Gleiche. Wenn der Typ dir sagt, ey, mach das, ist mir egal, dann kannst du das machen. So. Dann bist du auf der sicheren Seite. Solange der seine Rechte nicht an die GEMA abgegeben hat. Das ist ja immer, das muss man ja dann erstmal irgendwie in Erfahrung bringen. Dann stellst du eine Anfrage an die GEMA, keine Ahnung. Sagst dann, ist er bei ihnen gelistet. Dann melden die sich in 6 Wochen. Sagen, wir bearbeiten das jetzt. Und in 8 Wochen danach sagen sie dann, ja, bezahlen sie. YouTube macht zu nächstes Jahr, echt? Wird ja auch mal Zeit. Das ist auch so eine Sache, die mir so auf den Sack geht, aber ich kann halt nicht, ich weiß nicht, ich mag jetzt nicht so sagen, Artikel 13 ist einfach eine hochgebauschte Haufen Kacke, den Leute einfach wiederholen, weil YouTube denen irgendwie gesagt hat, hier, du bist Influencer, behaupte bitte, dass ab nächstem Jahr YouTube zumacht, wenn die EU Artikel 13 durchballert. Und deswegen rennen gerade alle Influencer schreiend im Kreis, brennt und alle fressen es einfach mit dem Löffel nach, weil sie keine Ahnung von der Materie haben
Und weiß ich nicht. Also das ich finde das richtig auf den Sack. Ich finde dieses Thumbnail von Julian Bam so toll. Das ist die beste PR-Aktion ever. So großartige PR-Aktion. Aber das darf man ja wieder keinem sagen, dass das eigentlich PR ist und weniger sein Channel geht zu wegen Artikel 13. Sondern einfach, weil jeder dieses scheiß bescheuerte Thumbnail hat. Oh nein, mein Channel macht so viel zu sehr, musst du teilen, können wir die Welt retten. Eure scheiß Petitionen interessieren den fucking Scheißdreck. Eure beschissenen Kackbilder interessiert kein Pimmel. Das Einzige, was dadurch passiert, ist Marketing. Und wer macht's? Jeder. Save the Internet! Ja, da kannst du so viel saven, wie du willst. F5 funktioniert hier an der Stelle nicht. Habt ihr schon mal was von VPN gehört? Hashtag Werbung. Kauft euch Tunnelbär. Nur 4,99 im Monat. Unglaublich viel Traffic. Du bist einfach ganz woanders auf der Welt. Ich nutze NordVPN übrigens. Was? NordVPN Hashtag Werbung nutze ich. Ja. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Das ist... Ich war gestern in den USA. Menschen, zu Besuch. Menschen, die das irgendwie schon lange im Internet sind, viele, viele Jahre, die lachen gerade einfach nur darüber. Weil sie lachen einfach nur darüber, weil sie sich so denken, ey, ihr kommt hier mit irgendeiner Scheiße an. Vor 20 Jahren waren wir schon weiter, um das zu umgehen, so. Und dann wird da schon wieder ein Drama draus gemacht für nix, so. Als wenn YouTube jemals im Leben zumachen würde. Jemals. War Artikel 13 nicht auch vor allem irgendwie auf journalistische Arbeit irgendwie bezogen? Ja, dass auch. Es darum ging, dass das irgendwie, damit sich Verlage schützen können vor irgendwie Copyright-Gedöns. Und es ging weniger darum, dass es irgendwie Upload-Filter auf Videos. Alter, es gibt schon Content-ID auf YouTube. Das ist sowas Ähnliches. Lad was hoch, was jemand anders hochgeladen hat, in die Content-ID. Dann wirst du halt geclaimed. Dann ist ein Upload-Filter letzten Endes. Check Werbung. Hashtag Werbung. Für YouTube, Entschuldigung, wegen Namensnennung. Ja, dieses ganze, auch das mit der GEMA und sowas, das ist so stressig, ne? Das sind einfach zwei beschissene Klicks und dann hast du dir eine Lizenz gekauft, dass du Musik hören darfst. Zwei beschissene Klicks. Wie, ich darf das jetzt nicht mehr spielen? Das ist ja alles neu. Es will halt jeder sein Geld haben. So, dass du halt dir einfach Spotify holst und dann die Musik abspielst, werbefrei, heißt nicht, dass du so, selbst das, ne? Selbst in Spotify steht drinne, wenn dich jemand spitz kriegt, in den AGBs, wenn dich jemand spitz kriegt, dass du diese Musik abspielst, ja? Also sowohl die Plattform, auf der du dich bewegst, als auch auf die Plattform, und das, denke ich, steht bei jeder Plattform drin, nicht nur bei Spotify, wirst du halt einfach mal hier, und das ist schon immer, seitdem es diese Dienste gibt. Und selbst bei Twitch auch schon immer. Und deswegen verstehe ich das auch schon wieder nicht, warum Menschen da schon wieder so... Gleichzeitig gibt es eine offizielle Spotify-Extension, mit der du anzeigen lassen kannst unterm Stream, welche Musik du von Spotify hörst. Richtig. Und das Wichtige und das noch viel, viel Lustigere kommt nächsten Monat. Ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Hashtag Werbung übrigens, jetzt schon mal vorweg. Es gibt ja auch Leute, ernsthaft Leute, die sagen, aber ich bezahle doch schon 10 Euro an Spotify, das heißt, die Musik gehört doch mir, oder nicht? Hab ich auch gelesen. Also ich zahle doch dafür, das ist doch meine Musik. Das ist doch eine Lizenz, dass ich das hören kann. Kannst du sogar runterladen. Extension kommt übrigens nicht von Twitch. Die hat jemand anders gemacht. Es gibt aber zwei und ich glaube, eine ist offiziell. Mittlerweile. Ich kann mich auch irren. Sorry. Aber ja, das ist genauso wie, ich bezahle doch auch an Sky Gebühren, also kann ich doch den Fußballstream bei live bei Twitch zeigen, oder nicht? Also ich habe in den Einkaufswagen 1 Euro reingetan, der gehört jetzt mir. Dieselbe Analogie. Ja. Oh, schön. Ich wollte,
Das wollte ich gerade machen. Sorry. Mit Text dazu. Zurück zu deiner Mutti, Valomat. Lern erstmal ein bisschen Umgang mit Menschen. Mann. Bricht das Weibchen auch? Ja, ich wollte gerade schreiben, nee, das Weibchen kann nur bannen. aber jetzt mal wirklich unter uns. Das Weibchen ist doch jetzt nicht böse, oder? Das natürlich ist das böse. Wir sind ja nur mal Männchen und Weibchen. Also jetzt mal, wir nennen doch... Dann mach mal Männchen. Mach doch mal Männchen. Ja. Ist das nicht despektierlich? Hä? Wir sind Männer und weiblich. Also wir sind männlich und weiblich. Hä? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das finde ich persönlich gerade nicht schlimm. Echt nicht? Weil, nee, da stand jetzt weder Fotze noch Hure oder... Du bist einfach schon zu abgehärtet, glaube ich. Nein, das ist doch einfach nur Weibchen. Ja. Wieso ist das dünnes Eis, Bruder? Ich finde Fräulein schlimmer als Weibchen. Also jetzt mal wirklich. Bei Tieren ist immer, ja, das ist Männchen und das ist Weibchen. Das ist ein Eber, das ist eine Sau, das ist eine Fotze und das ist ein Pimmel. Das ist dann wieder besser, oder was? Nee, aber man muss allgemein nicht sowas raushauen. Das ist diskutierlich. Okay. Oder? Okay. Ja, also, wie gesagt, für mich wäre es jetzt gerade nicht so schlimm gewesen, aber das ist auch... Geht ja, um allgemein? Nein, ist okay. Ist okay, kann ich verstehen. Genauso wie so, spricht das Dickerchen auch mal was? Mhm. Das stört mich nicht, ich nenne mich selber Dickerchen. Darum geht's nicht. Geht darum, dass man nicht, wenn man jemanden überhaupt nicht kennt, dass man so nicht da reinkommt und dann so kundtut. Na? Das ist ja auch eine Beleidigung. Ach so, Dickerchen ist eine Beleidigung? Nee. Und wenn man selber dick ist? Nein, Dickerchen ist doch keine Beleidigung. Aber Weibchen jetzt, oder was? Ja, aber Dickerchen ist doch auch keine Beleidigung. Also diese weibliche Giraffe. Die weibliche Giraffe? Hast du gerade meine Giraffe beleidigt? Tiere ungleich Menschen. Hä? Wir sind auch... Oh, ah, ja, ich fang gar nicht an, ist okay. Verstehe, ist okay. Ich hab da einfach nur eine andere Wahrnehmung wahrscheinlich. Alles gut. Siehst du, das würde ich zum Beispiel wieder rausbannen. Das ist scheiße. Das finde ich, das machst du nicht, Freundchen. Das ist uncool. Da sagst du einmal was und bist gleich eine Zicke. Martul schreibt übrigens. Weibchen impliziert, dass man ein Tier ist. Oh ja, wir haben alle im Bio wahrscheinlich nicht aufgepasst, oder? Menschen, die Überklasse. Oh nein, ja. Wir sind Lass es, ja. Lass es. Ja, ist gut. Gut. Großes Pass anscheinend. Anscheinend. Mach mal auf. Für mich, ja. Für mich schon. Jetzt habe ich vergessen, was ich suchen wollte. Mann. Oh Mann. Ist Dickerchen eine Beleidigung? Weil mein Bauch wird immer größer. Darf ich das jetzt noch sagen? Darf man jemanden dick nennen, wenn man selber dick ist? Ja. Aber wann fängt dick an? Ab wann wird die Gesellschaft mich akzeptieren als dick, damit ich Dicke beleidigen kann? Genau, damit das beleidigend wirkt. Gibt es wahrscheinlich auch eine deutsche Behörde mit dem Hashtag. Ganz Hashtag bestimmt. Dickerchen. Vorher anmelden. Oh. Ab 100 Kilo. Ja, aber wenn du 3,5 Meter groß bist, dann bist du mit 100 Kilo, kommst du ja nicht weit. Wie schnell die Leute getriggert sind. Das sind so Sachen, das mache ich im Nebenbei so. Was? Du? Weg. Und dann geht das Leben weiter. Da hänge ich mich doch gar nicht. Die Zeit investiere ich doch gar nicht für sowas. Was hast du denn jetzt gesucht, Slabby? Echt, Slabby? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, worüber wir uns gerade unterhalten haben, Mann. Musikrechte. Ja, das Thema interessiert mich jetzt nicht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Dick ist man, wenn man beim Duschen seinen Penis nicht mehr sehen kann. Und wenn man keinen hat? Ja, dann... Bist du immer dick, dann oder? Ist, Scheiße! Pass auf, was du sagst, in 2018 darf man ganz viele Sachen nicht mehr sagen. Scheiße, schissene Gesellschaft, ey. Ist grauenvoll geworden, ist wirklich schlimm geworden. Das ist genauso beschissen wie Hashtag Werbung, Alter. Artikel 13 war das letzte Thema.
Ah, ja, so stimmt, unwichtig, war so unwichtig, dass ich schon wieder vergessen habe. Ja. Gott, das hörst du ja auch nur noch. Ah. Der DIN-NI so 56600.77 beschreibt einfach, wenn der Mensch dick ist. Großartig. So. Die Frage, was ist, wenn man Spiegel in der Dusche hat, Stary? Naja, unter einem, also ist die Duschwanne dann aus einem Spiegel vor einem? Manche sind so dick, wahrscheinlich sehen die noch nicht mal vor einem. Direkt unten eingelassen, kannst dich drüber stellen. Wenigstens alles sauber. Dann. Unterbodenreinigung geglückt. Wenn mal wieder einer das Kellerfenster eingetreten hat. Ah, wundervoll. Was hast du jetzt gesucht? Weiß ich nicht. Was zu Artikel 13? Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Okay, ist ja gut. Ja, weiß wirklich nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. the Twitch News? Oder? Ja. Haben wir da einen Jingle? Ich glaube, wir haben einen Jingle, ja. Ist die Hand jetzt dafür, sie zählt runter? Ich glaube, der Jingle kommt noch. Ist oder? Oh nein, jetzt geht auch noch. Mein Mikro. Ich glaube, wir müssen uns andere Zeichen einfallen lassen dafür. Ja, ich glaube auch. Das muss anders sein. Ich habe gedacht, sie zählt jetzt gleich runter und. Oder macht so wenig. Ist das Jingle jetzt durch? Ich glaube schon, wir reden schon die ganze Zeit. Also, willkommen zu Twitch News, meine Damen und Herren. F. Press F for Jingle. Jingle wurde von der GEMA geclaimed. Verdammt. Am 21.11., das war vor 4 Tagen, ging der Blizzard of Bits los. Da konnte man und kann man immer noch bis morgen 2500 Bits für $25 kaufen. Das ist quasi der direkte Preis, den sie auch wert sind. Und man bekommt noch 200 extra Bits dazu am 29.11. Geht aber nur noch bis morgen, geht auch nur einmal pro Person. Ein Kreuz pro Kopf. Schade. Ja. Und da kann man dann ganz viele Bits kaufen und nicht Geld verlieren. Und da geht auch nichts an Twitch. Was Twitch aber macht, ist ab dem 12. 12. Oh, ich habe ja aus Versehen 11. reingeschrieben. Es ist aber der 12. Vom 12.12. bis zum 26.12. Geht wieder eine Charity-Aktion los von Twitch. Und zwar kann man dann cheeren, also die 2500 Bits zum Beispiel, die man jetzt gekauft hat. Bis morgen kann man da dann wieder reinvestieren mit Hashtag Charity oder einem ganz, ganz bestimmten Charity Cheer Mode, das dann wahrscheinlich erst freigeschaltet wird. Cheeren und dann werden wieder pro 100 gecheerte Bits 20 Cent an irgendeine gute Sache gespendet. Was genau das ist, hab ich jetzt keine Ahnung. Stand, glaube ich, nicht drin in der FAQ. Aber ja, da werden sie sich wahrscheinlich noch was einfallen lassen. Kann ich auch den Hashtag Werbung benutzen? Nein, du musst Hashtag Charity benutzen, nicht Hashtag Werbung. Ja, aber du musst jetzt gerade Hashtag Werbung machen, weil du Leute auf diesen wunderbaren Deal hinweist und dass ja kein Mensch gerade versteht, dass das Werbung ist. Deswegen musst du am Ende bitte das noch deklarieren. Nee, ich meine am Anfang, damit dir auch jeder wegen Goldfisch aufmerksam wird. Hashtag Werbung. Danke. Hashtag Werbung. Kann ich ja die ganze Zeit bringen. Pro Satz einmal. und dann die dritte Sache der Blizzard of Bits heißt, man bekommt für jeden Twitch-Hoodie, den man kauft. Warte mal, wann geht denn das los? Ich glaube, das geht die ganze Zeit schon, ne, oder? Am 3. Dezember. Oh, siehst du, das hätte ich mal dazu schreiben sollen. Am 3. Dezember, das ist also noch ein bisschen, das ist ein Montag, glaube ich. Wenn ihr an dem Tag ein Twitch-Hoodie kauft im Twitch-Store, dann bekommt man 1500 Bits geschenkt am 5.12.
cool, was? Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Und dann kommen wir zu den wichtigen Sachen. Die Umstellung von Xsolla auf Recurly. Wir berichteten, oder ich berichtete, vor einem Monat, ist noch nicht erfolgt. Die sollte eigentlich am 22.11. erfolgen in ganz EU. Ist irgendwie nicht gemacht worden, hat keiner gewusst, warum. Alle Leute haben schon ihre Subs gecancelt und wollten am 22. neu subben. Ja, jetzt soll es am 30.11. stattfinden. Heißt, ihr werdet demnächst, also ab dem voraussichtlich 30.11. könnt ihr Subs kaufen für Euro und nicht mehr für Dollar. Das heißt, ihr bekommt auch eine deutsche VST und so weiter. Hashtag Werbung. Aber darauf müssen wir leider noch bis zum 30. warten. Spanien zum Beispiel hat das schon. Und Großbritannien. Da hat es schon geklappt. Den größten Märkten. The German Law. Die was? Der größte Markt? Das war ironisch. Auf den größten Märkten. Ich wollte gerade sagen, da. Wir sind einfach mal riesig. Also nach Amerika kommen wir und dann kommt eine Weile nichts. Ich glaube Großbritannien auch. Oh. Nee. Da kommt eine ganze Weile nichts. Sind da nicht sogar die Südkoreaner irgendwann die nächsten? Oder irgendwas Asiatisches? EB ist noch in der EU. Ja. Noch. Noch. Richtig. Noch. Wollte ich doch sagen. Wisst ihr eigentlich, wie schön das ist, wenn man seine Kreditkarte nur ablegen braucht? Kein PIN, nix, nur hinlegen? Toll, oder? Geht in Deutschland auch. Geht in Deutschland auch, mit Debitcards. Ja, also bis 20 Euro. Ja, das kann man bestimmt irgendwo machen, aber nicht beim Bäcker. Ich war mir ein Brötchen holen, nur weil ich es ausprobieren wollte. Und dann habe ich gefragt, can I pay with credit card? Yes, sure, man, no problem. Piep. Für 2 Pfund Brötchen. Boah, das war so ein zu geiles Feeling. Oh. Ich habe mir Schokozigaretten übrigens gekauft. Schokozigaretten sollte man übrigens nicht in London kaufen. Und schon gar nicht am Bahnhof. Warum hast du dir Schokozigaretten gekauft? Versteh's nicht. Ich will aufhören. Vapen. Ich steig jetzt immer auf Schokozigaretten. Okay, ich denke mal, die Hälfte vom Chat weiß, was mit Schokozigaretten gemeint ist. Ich kenne Schokozigaretten, ne? Das hat man aufgedreht und dann hat man die Schokolade gegessen. Mann, ich habe mir Zigaretten gekauft. Ich wollte aber nicht sagen, dass ich mir Kippen gekauft habe, deswegen habe ich Schokozigaretten gesagt. Ja, das hat es natürlich besser gemacht. Hättest du einfach gesagt, du hast dir einen Kaugummi gekauft. Ehrlich jetzt. Oh Mann! Das waren übrigens 16 Pfund. für eine kleine Schachtel. Ja. Und der Typ, das war so ein toller Moment, warum ich das erzählen möchte. Ich sag so, fragte so, wo kommst du her? Ja, Deutschland und so. Und dann sagt er, ja, was willst du? Es gibt vor allen Dingen keine Auswahl, nichts. Es ist alles weggeschlossen, verschlossen, du siehst es nicht. Also, gehst dann rein? Ja, ich hätte gerne eine Packung Kaugummis. Ja, haben wir. Was willst du denn haben? Ich sag, was haben wir denn zur Auswahl? Und dann macht er so die Schublade auf. Ja, ich hab das noch und das und das und das. Ich sag, okay, gib mir mal die. Hat er den Preis aber nicht gesagt, dann zieht er das durch. 15,99 €. So, uff! Was? Und er so, ja, wo kommst du her? Ja, Deutschland. Ja, sorry, man, for the price. Und dann hat er mir die gegeben und hat extra noch hinterher gerufen. Sorry, man, just enjoy. Das war so ein krasser Moment, ey. Ja, hört auf damit, Kids. Das ist nicht gut. So gut, Zigaretten sind nicht gut. Fang gar nicht erst an. Warum ich das gesagt habe, Xios, genau deswegen, weil es eigentlich eine witzige Anekdote ist. Also, ich meine, so gesehen, die Leute, die hier zugucken, sind eh alle Ü30. Ja, richtig, du bringst keine Zuschauer mit. Von Sali, die sind auch alle so alt. Und MK, naja, die sind auch eh alle bei mir. Also von daher. Den fand ich gut. Ja, warum soll ich den Zuschauer mitbringen? Ich hole sie doch hier ab. Der war nicht gut, der war auch nicht schlecht. Der Leech King. Können wir mal das Rentner-Emote bitte posten? Wir haben extra ein Rentner-Emote jetzt.
Großartig. Ich habe mich leicht angesprochen gefühlt, als ich es gesehen habe. Ist es eigentlich richtig bei dir wegen aktiver Sterbehilfe? Ist es okay, oder? Ja, ja, habe ich mit Stefan abgeklärt. Das ist alles gar kein Problem. Ich meine bei Nils. Ach so. Der ist doch jünger. Wie wegen seinem Stream. Die Zuschauer so alt sind. Wenn jemand, ach so, wenn jemand währenddessen stirbt oder so, also, ob das okay ist oder ob er dann irgendwie rechtliche Konsequenzen fürchten muss. Nee, gerade wenn, nee, das ist alles okay. Das wird alles eingetragen, wenn du bei mir reinzappst, dann ist das alles gleich unterschrieben und fertig. Lässt du dich auch ins Erbe eintragen, oder? Ja, bei vielen, na klar. Ja, also ich habe letztens, ich habe bei Edi Neu habe ich mich mal reingeleacht, der hat mal ein paar verschenkt und das war quasi sein Erbe, das hat er mir gleich so rübergeschoben. Ist auch dann ein bisschen zukunftssicherer, wenn du im Erbe stehst. Klar, klar. Natürlich. Der Plankenschrank ist nicht toxisch. Gar nicht. Der ist nicht toxisch. Das nennt man Ironie. Hashtag Werbung. Du machst für Ironie Werbung? Ja. Wir müssen, oh Gott, dann mache ich ja eine Stop-Werbung. Alles, alles. Wen haben wir denn als Content-Creator der Woche? Nee, pff, wir sind doch gar nicht durch mit den Twitch-News. Ja, dann mach doch endlich mal, komm doch zu Potte. Da ja, ist Mann, ihr redet die ganze Zeit zwischen... Mann. Es ist doch jetzt das Einzige, da kommt doch nichts mehr Relevantes jetzt. Überraschung, nee. Komm. Überraschung. Es kommt eine Twitch-Con nach Europa. Im April, am 13. und 14. in City Cube Expo Center in Berlin. Hm. Will nicht nach Berlin. Aber offensichtlich muss ich. Schön. Was? Keine Ahnung, wie die sein wird. Man weiß noch nicht, wie viel die Tickets kosten, wie die Tickets aussehen und so weiter. Aber es wurde schon mal angekündigt. Und sie ersetzt nicht die TwitchCon in den USA, sondern ist nur eine europäische Variante der TwitchCon. Hashtag Werbung. Weil ich Twitch gesagt habe. Hashtag Werbung. Bei Markennennung. Bei jeder Markennennung. Genau, dann gibt es das anonyme Sub-Verschenken ab sofort. Kann man jetzt sofort nutzen. Man kann Subs verschenken, ohne seinen Namen dran zu hängen. Und dann steht da nur noch, man wird jetzt anonym. Jetzt bricht das doch nicht ab. Verschenkt? Was soll ich? Ich habe am Wochenende mit Schweden gesprochen. Die haben sich über das deutsche Filmrecht erkundigt, ob sie IRL streamen dürfen. Ach so. Und ich habe ihm gesagt, versuch mal, viel Spaß. Das wird witzig, Leute. Ja. Das wird sehr witzig. Ich bin gespannt, was da passiert. Das wollte ich nur erzählen. Kannst du mal machen, Entschuldigung. Fand wohl keiner witzig. Ich habe mich darüber bereits... Wir sind da schon so abgehärtet. Zu Genüge amüsiert. Ja. Die ist offen für alle, ne? Also jeder kann da hinkommen. Achso, ja. Du kriegst nur unterschiedliche Pässe, je nach Status. Plebklasse oder Partnerklasse. Ja, ja. Ach so. Partner kriegen andere Pässe und können irgendwie wahrscheinlich, ich war noch nie da, aber wahrscheinlich in andere Bereiche. Und dann können sich die Leute da beschweren, dass zu viele Partner da sind. Gamescom war schon nicht groß genug. Kein Platz in der Lounge. Überall die kleinen Kackpartner. Jetzt kommt TwitchCon. Jetzt kommen die auch noch aus Schweden. Wie soll ich hier sitzen? Oh, stay. Was soll denn das jetzt? Falsch. Wow. Ups. Ich wollte Emotes spammen und habe aus Versehen... Ach so, du bist wieder in Paris gelandet, oder was? Den Pariser habe ich aus Versehen... Hups, du warst aus Versehen in Paris, ey. Oh. Ist auch so schön da zu der Jahreszeit. Jahreszeit mit der Jacke. So, Hashtag Werbung übrigens, was? Hashtag Werbung, genau. Instagram. Das wird so schön die nächsten Tage. Ich brauche ein neues Emote. Geil. deswegen, ja, genau. Anonymes Sub-Verschenken ist jetzt möglich. Das heißt, man muss da nicht seinen Namen stehen haben. Es wird allerdings natürlich dann auch nicht zu dem zum Verschenkungscounter dazugezählt und so weiter. Sondern da steht dann einfach nix. Keiner weiß, wo der Sub herkommt und so weiter. Falls also jemand generös ist, aber gerne nicht zugeben möchte, wie generös er ist, dann geht das ab sofort.
Ja, das war's. Das waren die Twitch-News. Weil über Musik haben wir ja schon geredet und Hashtag-Werbung. Ja, genau, sie ist mein Influencer der Woche. Ach so, ja, stimmt. Den Influencer der Woche müssen wir mal machen, ja. Easy. Das sind Instagram-Stories. Was, ey? Jo, Magga, ich bin heute in London, ne? Könnt ihr nicht sehen. Aber hier ist mein Kinn. Es ist halt auch immer ungünstig gerade, weil Menschen und so um dich rum sind. Willst du ja nicht mitten auf der Straße? Jo, was geht, Alter? Dann macht man das halt so von unten. Echte Influencer machen das so. Echt? Mhm. Ja, die haben dann wahrscheinlich aber auch kein beschissenes Schamgefühl. Das ist richtig. Ja. Genauso wie im Taxi. Ich kann das im Taxi nicht, das geht nicht. Das würde ich persönlich voll unhöflich finden. Hey, yo, meine Fans, sitzt gerade im Taxi, Brudi, und der da vorne versteht mich überhaupt gar nicht, was ich laber, Alter. Deswegen sage ich einfach, dass der dumme Hurensohn ist. So ungefähr ist das nämlich. Man spuckt anderen Menschen ins Gesicht. Ich würde dann sogar auf Englisch machen, damit er das versteht. Jetzt beispielsweise in London. Darf ich mal anmerken, dass Andi der Vier kein Sub ist? Das finde ich nicht in Ordnung. Hashtag Werbung. Hashtag Bait. Ja. Ist auch Werbung. Nein. Ja, dann lasst uns doch mal den Influencer der Woche machen. Ja, wer fängt an? Ich bin nämlich gar nicht vorbereitet. Hab keinen. Ich fange noch nicht an. Dass sie das aber auch spontan nicht hinkriegt, ne? Soll ich sonst jemanden vorschlagen schon mal? Ich habe einen amerikanisch-englischen Stream entdeckt, zufällig, weil ich sehr viel bei Sequisha abhänge und irgendwann war ich weg und kam wieder und dann tauchte ein anderer Kanal auf, weil er jemanden geratet hat in der Zwischenzeit. Der gute Mann heißt In-Game Asylum. Ist noch nicht so groß. Aber, alter Vater, es ist mit das Unterhaltsamste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Die Arbeit mit Greenscreens, die er macht. Er baut sich halt mit dem Greenscreen selber in die Spielszenen ein und macht halt irgendeinen Quatsch. Und das ist mal mehr lustig, mal weniger lustig. Geiler Produktionsaufwand. Spiele sind so Richtung Horror, Resident Evil, Randomizer. Spielt jetzt, glaube ich, gerade auch Thief Simulator. Hat ein geiles Sub-Ritual, du bist halt wirklich so in dieses, er hat halt so alles komplett animierte Szenen, wo du dann so an seinen Schreibtisch geführt wirst, er verschreibt dir so deine Zwangsjacke und irgendwie sein Zeug und sowas und dann wirst du halt in die Gummizelle geschoben. Das macht er für jeden neuen Sub, es ist irrsinnig, es ist einfach das längste Sub-Ritual, das ich je gesehen habe, ist aber unfassbar lustig. Und macht halt ganz viel auch mit Sounds. Also hat halt eine riesige Sounddatenbank, ist die ganze Zeit nebenbei Lacher einspielen und sowas. Ist super aufwendig, super lustig und er macht irre witzige Streams. Den kann ich nur empfehlen. Es gibt auch ein paar Highlight-Videos, die sind ein bisschen älter auf YouTube, wo man so sehen kann, wie er sich so in die Szenen einbaut und was er für einen dummen Quatsch macht teilweise. Ist super. Also guck da rein. Großartiger Typ. Feier ich sehr. Okay, ich habe jemanden, der das wahrscheinlich gar nicht braucht, aber ich das trotzdem machen möchte, weil ich habe mir letztens ein Video von Moondai angeguckt und ich kann ihn immer noch nicht einordnen, ob er einfach nur so ein ganz spezielle Spezi ist oder ob er einfach wirklich so seine Ruhe haben möchte, weil ich komme nicht ins Gespräch mit diesen Menschen. Ist mir aber auch egal so. Ich schätze ihn trotzdem als Figur und Mensch im Interwebs. Er ist mit einer, glaube ich, fast der größten in Deutschland geworden und ist ein super bodenständiger Typ, dieser Moondai. Ich habe mir letztens, das mache ich sehr wenig, habe mir so ein 30-Minuten-Video angeguckt, wie er durch den Wald gegangen ist und seine Lebensgeschichte erzählt hat und fast angefangen hat zu heulen. Und das hat mich sehr bewegt und auch wenn ich Moondai selber nicht viel konsumiere, honoriere ich ihm an, wie er ist und auch seinen Werdegang, den ich so ein bisschen verfolgt habe. Und dafür ist er für mich so ein bisschen der Content-Creator der Woche. Immer noch die Eier zu haben, sich so hinzustellen,
Und sozusagen, wie es ist, und dass er immer noch sich selber treu geblieben ist. Das mag ich. Mag ich sehr an ihm. Und wenn ich dieser Clip erreiche, Daniel, du bist hier gern eingeladen. Ohne Zwang. Gibt ja auch noch Werbung. Nie hier, ne? Hm. Hashtag Werbung. Stimmt. Stimmt. Muss ich? Mhm. Guck gerade noch. Das ist so eine tolle Idee mit diesem Spontan. Ich liebe das. Ja, ich finde das super. Ich weiß. Die Videoflut im Gaming-Bereich auf YouTube ist riesengroß und alle erzählen immer den gleichen Scheiß. Ich habe aber einen. Kauf bei G2A? Ja, und ich habe einen YouTuber. Oder Instant Gaming. Der bringt tatsächlich jedes Video Dinge, die ich nicht so erwarten würde. Also der spielt teilweise Spiele, die 20 Jahre alt sind, super alt, von denen ich noch nie gehört habe und schafft es irgendwie, mir das vernünftig zu verpacken und ein interessantes Video daraus zu machen und das vernünftig zu beobachten. Sein Name ist Reizevic. Reizevic. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Hier ist der Link. Ja. Zu seinem Kanal. Ist natürlich englischsprachig. Ich glaube, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen deutschsprachigen mehr empfohlen. Aber ja, gut. Der macht sehr, sehr gute Videos, die sehr, sehr gut editiert sind, die nur, glaube ich, relativ selten rauskommen. Also ich glaube, er haut 2 pro Monat raus. Aber dafür haben die halt ordentlich Qualität dahinter. Und es ist tatsächlich, also er macht sogar viele Videos über Shooter. Also es ist nicht das Typische, was ich sonst so gucke, sondern er redet halt auch über ältere Shooter und warum die historisch wichtig waren für die Videospielentwicklung und solche Geschichten. Guckt es euch an, ich mag ihn, ich mag seine Videos. Gut. Halle Maler. Aquamaler. Oh Gott. Das war eine schreckliche Werbung. Ja. Was ist los? Die war wirklich schlimm. Ich weiß, wer mein Content Creator der Woche ist. Hattest du nicht? Hast du nicht gerade schon? Ja, ich habe gerade schon. Ach so, schön was hier. Ups. Ja, dann bin ich doof. Jetzt lass das Weibchen doch mal sprechen, Mensch. Sorry, Weibchen. So. Mein Content Creator war schon hier. Und ich hatte ihn auch schon, glaube ich, als Content Creator. Aber es ist Wolverus. Wolverus ist auf Twitch und auf YouTube unterwegs. Und ich durfte da, ich war da nämlich, das ist gerade ganz aktuell, ich war da eingeladen für ein Format. Und ich schätze wohl schon, war einer der ersten, den ich gefolgt habe hier auf Twitch. Damals hat er sehr viel Isaac gespielt und ich mag seine Beat Saber Sachen auf YouTube sehr, sehr gerne. Der macht da seine 100% Runs. Ist ein wundervoller Mensch, den ich schon lange kenne. Mal vorbeischauen. Er spielt Hearthstone, er spielt eigentlich alles Mögliche. Schaut da mal vorbei. Ich fand Wolverus immer kacke früher. Also bevor ich ihn, ja, bevor ich ihn kannte, habe ich immer gedacht so, oh, das ist aber ein Kracker. Aber gut, wer war bei mir noch nicht kacke? Das ist die andere Sache, Hashtag Kacke. Aber ich mag Wolverus auch sehr gerne. Also jedes Mal, wenn irgendwo eine Party ist, die völlig scheiße ist, dann stehe ich meistens mit Wolverus zusammen. Also nach deinen Partyerfahrungen auf jeder. Oft stehe ich alleine. Ja, wenn Wolverus nicht da ist. Wenn Wolverus nicht da ist, ja. Selbst meine Freundin lässt mich da stehen. Also, ne, liebe Partyveranstalter, wenn ihr Desi einladet, ladet auch Wolverus ein. Ja. Ja. Das war eine Party, kann ich mich noch daran erinnern. Kleine Anekdote, da stand ich wirklich den ganzen Abend. Der Laden war wirklich gerammelt voll mit Menschen, die krass sind. Ne? Also wirklich, wir reden da schon von ordentlichen Kalibern. Ich stand mit Wolverus da. Wir haben uns über Bier unterhalten. Kann man mal machen. Ja. Ja, letztes Mal stand ich auch mit dir und Stefan rum. Wollte gerade sagen. Ich bin so speziell. Also nicht speziell, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ehrlich. Werd auch nie zu Talkshows eingeladen. Wurdet ihr schon mal zu einer anderen Talkshow eingeladen? Klar, ständig. Echt? Ich noch nicht. Ich war nur bei Assos und da war ich auch Mitglied.
Ich finde das gar nicht so witzig. Ich habe das letztens habe ich gerade darüber nachgedacht, weil es gibt ja so die eine oder andere Ankündigung mehr. Und dann denke ich mir so, wieso wäre ich denn nirgendwo eingeladen? Das finde ich voll scheiße. Frag mal die Leute, das habe ich gemacht. Als ob ich jetzt irgendwo hingehe und frage, ey, sag mal, darf ich in deine Talkshow? Nein, ich habe gefragt, warum werde ich nicht eingeladen? Ach so. Und dann heißt es wurde schon an mich gedacht, aber man denkt, ne, du streamst ja und dann bist du verheiratet und du bist so, ich glaube, sie wollen nie sagen alt, aber es kristallisiert sich immer so ein bisschen raus, du hast ja so viel zu tun und ich denke mir so, ja, ich sitze hier mit meiner Star Wars Hose auf der Couch und ziehe mir eine Folge Netflix nach der anderen rein, ich habe gerade so viel zu tun, ich würde auch gern vorbeikommen, manchmal haben die Leute da so andere Vorstellungen, ich habe einfach gefragt. So, wie sieht's aus? Warst du schon überall? Ich war bis jetzt bei den Black Stories eingeladen. Da war ich übrigens auch schon einmal eingeladen. Siehst du? Dann war ich bei Pelicano war ich eingeladen. Da wurde ich noch nicht eingeladen. Und ich wurde von Sendcool damals eingeladen. Nicht mal der hat mich eingeladen. Tim, du bist ein Arschloch. Herr Tim und du bist ein Arschloch. Jedes ewig. Mal auf der Gamescom immer auf Schokodings rausgehen, weißt du, und dann, nee. Nicht mal auf ein Wort wurde ich eingeladen. Nicht mal auf ein Wort. Vom scheiß Mitbewohner. Vom scheiß Mitbewohner. Ja, das heißt ja auch auf ein Wort. Ja, ich weiß, HC Dizzy ist in zwei, Entschuldigung. Nee. Aber dafür war ich bei Next Boy, fällt mir gerade ein. Da habe ich den ersten Platz, da hänge ich sogar an der Wand. Oha. Im Better Play, ja. Ja, das war großartig. Da bist du nie eingeladen. Ja. Also wenn ich jetzt über die ganze Zeit rechne, nee. So, bei Wohlfunk ist bei Influencer-Duell. Ja. Ja, aber zu einer Talkshow wurde ich noch nie eingeladen. Na gut, auf dem Panel war ich auch schon. Bei Twitch. Man muss das halt ein bisschen überdramatisieren, okay? Kann sich das halt keiner leisten. Endlich ein, ich muss reden. Hashtag Werbung. Kann sich halt keiner leisten. Das Männchen will. Oh, sag nicht Männchen, sonst wirst du hier gleich gebannt, Freundchen. Pass bloß auf, ey. Gibt's noch Brit oder zwei bei Calvas? Das wäre schön. Da würde ich gerne mal hinkommen. Hast du einen Vaterschaftstest? Hm? Oh. Was willst du denn sonst da? An den Lügendetektor. Ja. Ob ich einen Vaterschaftstest habe? Na, sieht man doch uns beide, oder nicht? Natürlich. Vera macht Mittag. Hashtag Foodunfall. Oh, jetzt hat's mich gefroren. Was hast du gerade gesagt? Wir beides miteinander verbinden. Vera Mittag mit Foodunfall fahren? Bist du bescheuert? Foodunfall Vera ist macht, das. Vera macht Mittag. Nein! Was soll denn das? Ich bin ein ganz großer Star-Koch auf Twitch, okay? Ich kann das feinste und beste Curry in 20.000 verschiedenen Varianten. Ja. Das siehst du. Und am Ende kann dann Rainer Kallmund sagen, oh, das hat mir richtig gut geschmeckt. Oh. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Oh. Also das Curry war richtig. Ja. Gut. Du hast das Schlusswort. Meister MK. Danke, dass ich hier sein durfte. Nee, noch nee, nicht. Nee, Schlusswort. Mann, wenn wir alle fertig sind mit Tschüss sagen. Ach so. Dali fängt an heute. Ja, oh, danke schön. Bitte. Das ist aber lieb. So, wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Dankeschön fürs Dasein, MK. Für die Einblicke in die Musikwelt. Gerne. Ich habe sehr gebannt zugehört. Ich habe zugehört. Dankeschön an die Regie. Schön, dass ihr alle da wart. Schönen Start in die neue Woche. Tschö mit Ö. Von mir auch. Danke dafür, MK, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Es war ja auch ein sehr angenehmer Plankenschnack, weil wir in keinster Weise an irgendwelche Dinge gebunden waren. Also jetzt interviewtechnisch oder quatschtechnisch, sondern wir haben, glaube ich, einfach 2,5 Stunden durchgequatscht. Über das, was gerade anstand. Das ist immer ein Zeichen eines sehr, sehr guten Plankenschnacks, wie ich finde.
Von daher danke, das war sehr angenehm. Und danke fürs Zuschauen, danke für die, an die Regie und alle anderen. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Sehen wir uns doch, ne? Ja, ja, doch, klar. Wieso, ist doch heute der letzte Plankenschnack? Ach ja, stimmt. Oh ja, RIP Plankenschnack. Press F to pay respect, der Plankenschnack ist ab jetzt da. Ja, MK, schön, dass du da warst. Es freut mich ja generell, dich immer zu sehen, du kleine Knutschkugel. Du bist ja doch sehr rund geworden und das mag ich so an dir. Umarmt sich so schön, es spricht sich schön mit dir. Es ist toll. Und nicht nur auf einem Event. Wir sollten auch gerne mal zusammen etwas Tarkov spielen. Das würde mich sehr freuen. Da brauchst du gar nicht so einen Psycho-Blick drauf haben. Ich carry dich nicht. Du musst jetzt mitreden, ja? Weil ich bin eine Pfeife geworden. Chat, danke fürs Zuschauen. Hashtag Werbung Freunde der Sonne schaltet bei mir im Stream ein. Ach nee, falsch, jetzt war ich schon wieder. Danke fürs Zugucken. Danke Slappy und Sali fürs Dasein. Danke an die Regie und alle Leute, die dahinter noch schrauben. Und danke, dass ihr manchmal da draußen das Gehör seid und gleichzeitig die beste Freundin oder beste Freund, der einem zuhört, währenddessen man einfach mal was loswerden muss fürs Internet. Dankeschön. Feels good, man. Tschüss. Ja, ne, danke, dass ich hier sein durfte. Sorry, dass ich so viel geredet habe. Das mache ich leider immer so. Ja, Dizzy, schreib mir halt, wenn du Tarkov spielen willst, dann schleife ich dich da durch, ist kein Problem. Kriegen wir hin. Ne? Kriegen wir hin. Nicht jetzt. Nicht ins Bett. Danke an alle, die dabei waren. Danke für fast 3 Stunden. Hallo, schöne okay. Anhalten. Wir, nächste Woche zusammen vielleicht mal Tarkov spielen. Das wäre super nett. Oh, Entschuldigung. Ich bin dieser Dizzy schreibt mir. klicken so. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein wollte. Gerne wieder. Wenn ihr jemanden mal zum Überbrücken braucht, sagt Bescheid. Ich kann immer viel Quatsch erzählen zu allen möglichen Dingen, die ohne Kompetenz und so. Und danke an alle da draußen, danke an die Regie. Regie. Winke, winke. Und ja, bis in 2 Wochen, wenn der Plankenschnack nicht mehr da ist. Tut mir leid. Mit Zeit für ein neues Format dann. Auf 2 Wörter. Tschüss, Chat.